Listen to my story. Das ist wunderbar. Das ist so überhaupt. Kingdom Hearts, das Licht. Hail, it's about time. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, nämlich Lies of P, die Demo, ja, bevor jetzt wieder Leute kommen und sagen, boah, das ist ja keine Vollversion, das ist nur eine Demo. Ja, für diese Leute habe ich eine wichtige Nachricht, und zwar schreibt einfach eure Meinung auf einem Stück Papier, dann frisst das Papier und haltet die Fressen. So einfach ist das. Ja, ich hatte mir so, heute ist die Demo rausgekommen, dachte ich mir, okay, komm. Auf jeden Fall, ja. Schaue ich mir das mal an. In 4 Tagen kommt ja auch die Final Fantasy 16 Demo. Deswegen dachte ich mir, komm, beide Demos gönne ich mir mal. Und schau mal, vielleicht gefällt mir ja das Spiel. Vielleicht hole ich mir das ja. Es kommt am 29.09. oder? 19.09. 29.09. Auf jeden Fall einer von den beiden Release-Dates ist der richtige. Ja. Drücken wir einfach eine beliebige Taste erstmal. Ah, oh, okay, ich muss jetzt hier was zustimmen, ne? Von wegen, ja, ich verkaufe meine Seele, dies, das, Ananas. Ja, und was ich von Lies of P bis jetzt gelesen habe, ist, dass es ein Souls-like-Spiel ist. Also es ist auf jeden Fall etwas, was mir schwer fallen wird, denn ich bin einfach kein Profi in solchen Souls-like-Spielen. Ja, was gibt's halt noch, ne? Also es soll wohl eine Geschichte von Pinocchio, also die Hauptfigur soll Pinocchio sein, ne? Und ja, mehr weiß ich jetzt nicht. Ich lasse euch überraschen. Es soll wohl das beste Spiel der Gamescom gewesen sein letztes Jahr, also im Jahr 2021. Deswegen lasst mich wirklich mal überraschen von diesem Spiel. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Die dir Geppettos Puppe. Also es ist Pinocchio. Also habe ich mir doch einiges gemerkt. Oh, er hat einen Stahlarm. Alles klar. Okay. Das übliche Muster, ne? Laufen ist linker Stick nach vorne wahrscheinlich. Wie immer. Kamera schwenkt ist der rechte Stick. Ja, ansonsten alles wie beim gewohnten wohl. Jetzt haben wir hier interagieren. Ah, jetzt. Jimini? Ja, lass doch Jimini sein. Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Scheiße. Ja, Jiminy, escort ihn bitte ins Hotel. Monadenlampe. Hab keine Angst, auch wenn du im Nebel verirrst. Der Grillenführer wird bei dir sein. Okay. Let's get you out of there. Find something that might help. Kann ich nicht schneller gehen? Sag nicht, das ist jetzt. Sag nicht, das ist das Spieltempo. Das wäre jetzt voll brutal. Gut. Untersuchen. The streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. Ich soll mich mit einer dieser Waffen bewaffnen. It'll be helpful on your way to the hotel. Gut. Oh, wow. Okay, Moment. Wähle einen Kampfstil. Schwierigkeit. Oh, nehmen wir mal Stärke. Oder? Da gab es noch Ausgewogenheit. Ah, komm, scheiß drauf, ich nehme einfach Stärke. Ja, möchtest du Wort haben? Ja. So. Und jetzt? Wo muss ich lang? Ah, da. Okay. Tür öffnen. Was ist das denn? Oh, scheint wohl ein Bahnhof zu sein. Dann gehen wir einfach mal weiter hier, ne? Hauptbahnhof von Krat. Ah, okay. Alter, das ist hier leicht. Ach du Kacke. Oh, da ist mein erster Gegner. Was habe ich jetzt gerade gedrückt? Oh, Schock. Wie komme ich hier raus? Was ist das? L2? Nein. Warte, Angriff. Oh, machen wir einfach Angriff. Alter, haben die mir gegeben. Fabelkatalysator. Okay. Toll. Habe ich keine Heilung oder so? Was habe ich denn gerade gedrückt? Aus Schock. Also, ausweichen. Blocken L1, Zusatztasche X. Welcome to Craft Station, everyone. Sägezahnrad. Sägezahnrad. Here you will witness the most spectacular. Ah, guck mal, hier kann ich mir ausgehen und so weiter anschauen. Da bin ich hier so. Ring.
Vom Wärter der alten Generation, Werkstatt. Was? Werkstatt, Gewerkschaft. Werkstatt, Gewerkschaft. Ja, es reimt sich, Mama. Kartuschen, Prototyp, Werkstatt, Gewerkschaft. Okay. Zertifizierte Fütterung. Sonst nichts. Linker Stahlarm. Kann hier nicht geändert werden, okay. Das ist mein Schwert. Amulett. Habe ich nichts, glaube ich, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, ich habe nichts. Hier sind meine Gürtel. Pulze. Stell LP wieder her. Oh! Aber davon habe ich nichts. Ja, super. Was habe ich hier noch? Schleifer. Repariert Waffenhaltbarkeit. Okay, das ist quasi Schleifstein. Monadelampe. Erhöht bei Gebrauch Helligkeit. Wow. Hammer, toll. Sofortiger Charakter bei Gebrauch, ja. Okay, das brauche ich auf jeden Fall nicht. Und Katalysator. Was Farbe Katalysator? Farbeladung. Was ist denn Farbeladung? Lädt Farbe schnell auf. Werde ich wahrscheinlich noch rausfinden. Und Wurfobjekt. Sägezahnrad. Ein Zahnrad, das im Grat häufig zu sehen ist. Es kann geworfen werden, um die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen. Auf jeden Fall, Alter. Als wenn ich das, die Scheiße nutzen werde. Ich will so unentdeckt wie möglich bleiben in solchen Spielen. Oh, das sieht aus wie so eine Lebenszelle, oder? Jawohl. Pulszelle. Verwende eine Pulszelle. Ach, das heißt Pulszelle, nicht Lebenszelle. Verwende eine Pulszelle, um LP wieder zu erlangen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich aufgeladen. Okay. So, da sind Feinde. Was haben wir hier? Kann ich das da aufmachen? Nein. Oh, der Feind hat mich. Schon wieder? Ah. Jetzt weiß ich, was ich gedrückt habe. Aus Schock habe ich L3 gedrückt. Okay. Ah, perfekt. R3 ist also quasi amüsieren, nicht amüsieren. So, dann amüsieren wir dich mal an. Kann ich auch backsteppen eigentlich? Vielleicht muss ich mich erstmal heim, bevor ich sowas wie backsteppen versuche. Was haben wir hier? Trübes Ergo-Fragment. Was ist das denn? Du bist Ergo-Fragment. Da. Plus 100 Ergo halten. Ach, das ist quasi wahrscheinlich Seelen, oder? Also Seelen wie bei Dark Souls. Und oder bei Bloodborne, glaube ich. Wie ist es nochmal bei Bloodborne? Oh, ich weiß nicht mehr. Egal. Wir machen aber weiter. Da geht's wahrscheinlich weiter. Schauen wir mal. Tür öffnen, ja. Du benötigst Schlüssel zum Haupteingang. Ach, super. Ja, müssen wir natürlich wieder einen Schlüssel finden. Das ist ja wieder typisch. Aber ist okay. Ist okay. Jetzt wird hier weiter. Irgendwas sagt mir, dass hier ein Gegner ist. Oh, okay. Ja. Im Dunkeln kannst du nichts sehen. Doch, ich sehe was. Oh, Alter! Ein Fernkämpfer. Ja, super. Danke, Jimmy, ne? Damit hast du mich quasi dem Fernkämpfer hier gebracht. So, jetzt. Was hat der? Farbe-Katalysator. Der lebt ja noch! So, jetzt ist er tot. Er gerollt ist auf dem Boden. So, geht's hier weiter? Und geht's weiter? Ich hab dich gesehen, du Lötscher. Präventivschlag. So, wieder Farbe-Katalysator. Gürtel benutzen. Obere Gürtel-Slot aktivieren mit der oberen Taste. Unteren Gürtel-Slot aktivieren mit der unteren Taste. Gürtel-Gegenstand benutzen. Viereck. Größte Gegenstände und Gesten am Gürtel aus, um sie zu verwenden. Für Zusatztasche gedrückt halten. Gegenstände benutzen. Okay. Größte Gegenstände und Gesten in der Zusatztasche aus, um sie zu verwenden. Termit bekommen. Hab ich gerade Fußschritt gehört? Wahrscheinlich sind die über mir. Aber ja, noch eine Treppe nach oben. Wahrscheinlich geht's auch da weiter. Was haben wir denn hier? Grad Central Station. Oh, alle Züge sind
der da hängt. Gecancelt worden. Mein Stick driftet, das merke ich. Warte, oh, den kann ich wahrscheinlich backsteppen. Stell ich mich mal an den ran. Ja, mein Stick driftet. Und das merkt man auch so, wie ich gerade laufe, ne? Also mit dem Zittern, ne? Das ist quasi, weil mein Stick driftet. Mein linker Stick, ich muss auf jeden Fall meine Controller holen. Jawoll, Alter. Ich weiß nicht, ist das ein Großschwert oder so? Ich greife damit voll langsam an, ey. Aber ich mache einen guten Schaden. Ich mache sogar einen sehr guten Schaden. Was haben wir denn hier so Schönes? Notiz eines Passagiers. Wenn jemand diese Notiz findet, dann sollte die Person den Bahnhof verlassen und weglaufen. Halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine Risikogruppe Menschen zu Tode schlug. Erstmal den Warteraum, würde ich mal sagen, ne? Ich habe die Tür verriegelt, aber ich weiß nicht, ob das helfen wird. Zumindest sollte es die Leute davon abhalten, willkürlich einzutreten. Ich werde bald sterben, deshalb will ich euch helfen. Auch wenn es nicht viel ist. Bitte überlebt. Alle. Wir gehen in den Warteraum natürlich, würde ich mal sagen. Ja. Ich kenne nicht sowas wie Angst. So sprinten beim Sprint springen. L3. Okay. Aber den können wir backsteppen. Deswegen werde ich ihn jetzt erstmal backsteppen. Alter! Da ist ja noch einer! Schnell, 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 schnell! So, kill. Kill, 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 die, die, die. So, Fabel. Alter! Wo kommt der her? So. Perfekto! Hahaha! Trübes Ergo-Fragment. Ja, die werde ich erst später benutzen, glaube ich. Ich weiß, bei Dark Souls und bei Bloodborne gab es Händler, bei denen man sowas verkaufen konnte. Deswegen werde ich jetzt erstmal auf den Händler warten. Entschuldigung, was von links? Fixiergerät. Überall im Grat gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder die Leitern hinuntergehen, um Abkürzungen zu schaffen. Oh. Ein Shortcut? Wo? Da? Das ist ein Shortcut. Okay. Und das ist auch ein Fabel-Katalysator. Ja. Shortcut benutzen, ne? So, muss ich das Tor selber öffnen? Ne, das geht von selbst auf. Hammergeil. Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich der... Ja, die Person da totprügeln, ne? Ich würde sagen, erstmal heilen, ne? Dann picken wir den. Kann ich den backsteppen? Ah, er hat mich gesehen. Okay. Keine Zeit mehr zu backsteppen. Er macht noch einen Angriff. Aua. Alter. Alter. Okay. Er geht mir auf die Fresse. Oh, was hab ich denn gemacht? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe seine Schaltkreise damit getroffen. Das ist schon mal sehr gut. Aua. Jetzt geh ich auf die Presse. Schnell heilen. So. Pulzelle entladen. Alter! Alter! Ui! Der gibt mir auf die Presse. Ich werd sterben. Ich werd sterben. So. Ich bin tot. Hammer. Das ging ja schnell, ne? Das ging schnell. Scheiße. Ich sag ja, ich bin nicht gut in Souls-like spielen. Verdammte Scheiße. Der erste Gegner hat mich schon gekillt. Ja, super. Ach, verdammt seist du. Verdammt seist du. Oh mein Gott, ich muss jetzt von hier hinten. Na Gott. Krogi-Verbüger, für Sturmangriff halten. Während du angreifst, erscheint ein weißer Umriss um den Balken des Gegners. Wenn du dies geschickt kannst, du beim Feind mit einem Sturmangriff oder mit Fabelpinseln Krogi verursachen. Kürzester Angriff von einem Krogi-Feind, R1.
Was? Auf Broken Fine können Tisch Angriff ausgeführt werden. Er vor allem vorgestellt, können einen schweren Schaden anrichten. Okay. Quasi dann. Keine Ahnung, weil ob es bei. Keine Ahnung, ob es auch bei Dings sowas gab, bei. Sag ich mal. Bei Bloodborne. Ich glaub schon. Moment mal, Farbekatalysator. War das nicht irgendwas gewesen, das ich gebraucht habe? Komm, rüsten wir einfach mal aus. Oh! Herr Miet. Nimm auch mit. Hätten wir vielleicht gebrochen. Soll ich das schon mal dem Gegner werfen? Das ist überhaupt so ein Riesenboss, wo ich jetzt unbedingt Termin brauche. Wo ist denn der Shortcut, Da ist der Shortcut, ne? Aber ich muss erstmal diese komische Wachen loswerden. Das war jetzt mega der Fail. Guck mal, der hat mich noch nicht gesehen. Ich werde ihn wegsteppen. Jetzt hat er mich auf jeden Fall gesehen. Scheiße. So. Sägezahnrade. Pinocchio sieht so aus. Interessant. Jetzt haben wir mehr als nur eine, zwei Heilungen, sondern drei Heilungen. Das heißt, dem gehen wir definitiv auf die Fresse. Tut, ich bin ein Auto. Na komm, greif an, du Himmel. Ja, komm. So. Es tut mir leid, dass ich Pimmel genannt habe. Alter, leg mir voll auf die Fresse. Okay, ausweichen. Nein. Alter. Jetzt ist aber genug hier. Ey, was für ein Reich hat das der? Jetzt will ich ihn nicht anvisieren und so angreifen. So. Naja. Schnell ausweichen, um zu heilen. So, meine letzte Heilung. So, das war's. Hammergeil. Das war aber wirklich mega knapp, ey. So, Sägezahnrad. Ich hab doch irgendwas bekommen, oder? Warte mal. Hier vielleicht? Nee. Ausrüstung? Ein Ring. Oh! Physische Schadensreduzierung, haben wir geil. Nehmen wir mit. Aber sonst nichts, oder? So. Ja, jetzt habe ich keine Heilung mehr. Ich werde sowas von sterben wieder. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Das ist ja super. Aber wir haben Schüsse auf jeden Fall. Jetzt können wir mal da hingehen. So, zum Haupteingang habe ich die Schlüssel benutzt. Alter. Boah, ich muss sagen, das Spiel sieht mega fett aus, ne? Also es sieht auf jeden Fall mega geil aus, das Spiel. So, heilen wir uns mal. Ne, lass dich mal den Stargazer berühren. Stargazer activated. Stargazer. Benutze einen Stargazer, um LP und Ausdauer vollständig wiederherzustellen und deine Pulszellen aufzuladen. Ah! Quasi wie ein Leuchtfeuer. Interessant. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Denk dran, dass damit auch Feinde wiederbelebt werden, nicht nur dein Charakter. Ah! Sehr gut. Is called a Stargazer. A marvelous device the Stalkers used in the past. Boah, an die Mini kann mich gar nicht gewöhnen, ey. Ohne Spaß, diese Stimme von dem, ey. Die macht mich wahnsinnig. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment,
bin zu schwach für die Puppen. Gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Naja. Ja, was gesagt, also, was haben wir denn? Ach, Stufenaufstieg. Vitalität. Wie viele Stargazer habe ich denn überhaupt? 3428, okay. Ich muss aufpassen, dass es, wenn es regnet, muss ich das Fenster schließen, damit es nicht auf meine Playstation kommt. Ach, Stärke. Okay, Moment. Was haben wir denn hier? Physischer Angriff. So, Entschlossenheit und Technik. Nehmen wir mal hier Entschlossenheit einmal. Vitalität auf jeden Fall. Wie oft kann ich denn überhaupt leveln? Dreimal. Okay. Was ist ein Fortschritt? Legion. Schadensreduzierung. Ja. Ja, können wir auch mal machen. Moment. Ja. Leveln mal so auf. Ich habe ja noch hier diese komischen Ergo-Dinger, ne? Kann ich auch verwenden. Oder? Ausrüsten. Ja. So. Und nochmal. So, war es das schon? Habe ich nicht mehr viel? Nee. Mit Geste. Bodenprüfen Geste. Wofür soll das gut sein? Es gibt ein Sprichwort, im Land des Morgens auf der anderen Seite des Meeres, das besagt, sogar steinere Brücken sollten von dem Überqueren abgekloppt werden. Merke ich mir mal gleich mal. Aber ich hab nichts mehr, ne? Mit diesen Ergo-Dingern so. Kann ich nochmal leveln? Nee. Naja, super. Na toll. Hab ich nichts zum Leveln mehr. Egal. Nicht schlimm. Vielleicht finde ich hier noch sehen oder so. Sehr, sehr ergo, Digga. Oh mein Gott. Alter, war ein Hund. Huch, huch, huch. Oh, da ist noch ein Gegner. Komm her. So. Na? Ein starker Schlag hat den nicht gefinisht, willst du mich verarschen, dann sind ja die schnellen, dann sind ja die Einschläge sogar stärker, aber, ja, 94 habe ich. Ich werde auf jeden Fall eins noch auf Stärke machen und dann werde ich weitergehen. Da ist noch ein Doggy. Oh, da ist noch ein Doggy. Ne, das ist kein Doggy. Oder? Ne, das ist ein, was ist das denn da hinten? Ich schreck mich doch nicht so. So. Na, was haben wir hier? Okay, da kann ich mich auch hin. LOL. Oh mein Gott. Eine unsichtbare Mauer. Boah, ist das schwach, ey. Das ist scheiße. Ja, ohne Spaß hätte ich locker easy durchgepasst. Und dann machen die einfach eine unsichtbare Mauer. Das ist schlecht, ey. Wird man furchtbar leid machen, aber das ist wirklich schlecht. Das ist ein Doggy. Okay, wir auch schnell. So. Alter, das sind zwei. Oh, oh. Alter. Aber Katalysator. Ah, die Glocke von draußen läutet. Heißt, wir haben Krat Times Ausgabe 183. Die große Ausstellung von Krat ist verschoben worden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Bürger der Stadt zu schützen, bis der Puppenbahn, der die Stadt kürzlich lahmgelegt hat, unter Kontrolle ist. Der Vorfall ereignete sich in der Rosa-Isabelle-Straße und forderte hunderte von Opfern. Während die Ursache noch unbekannt ist, steigen sowohl die Zahl der Verletzten als auch das Ausmaß der Schäden. Da sich die Krise noch hinzieht, kündigten die Werkstatt und die Firma Venigni, Krats größte Puppenfabrik an, dass sie den Bürgern Hilfsgüter zur Verfügung stellen und alles tun würden, um die Situation zu entschärfen. Eine Einsatzgruppe untersucht die Möglichkeit eines fatalen Verlusts des Großen Bundes, also des Kontrollprotokolls für die Puppen der Werkstätten.
Allerdings gibt es momentan noch keine schnelle Lösung und der Puppenwahn fordert weitere Opfer. Den Bürgern wurde empfohlen, zu ihrer Sicherheit in den Häusern zu bleiben, da sich die Stadt auf ein Wiederausbrechen der Versteinerungskrankheit vorbereitet. Trotzdem versuchen viele Bürgerinnen und Bürger über den Hauptbahnhof von Kra zu fliehen, was wiederum das allgemeine Chaos noch verstärkt. Okay. Und ich bin froh, dass sie nicht irgendwie diese komische neue Abkürzung oder die neue Dings dafür Bürgerinnen genommen haben, ne? Mit dem Doppelpunkt zwischen Bürger und Innen. Ich mag diese neue Schreibung nicht. Sorry, aber ich mag sie wirklich nicht. Ja, da kann man mich flamen, wenn man will, aber ich mag es nicht. So. Wir haben, glaube ich, genug Ärger, um gleich mal zu leveln wieder. Dann schauen wir uns mal weiter um hier. Okay. Da geht's nach unten. Gehen wir mal da. So, wenn das hier weitergeht, dann gehe ich an den Tisch nach unten, ne? Dann ist der Weg unten wahrscheinlich der, der eine Sackgasse ist. So, klares Ergo-Fragment. Warte, kann ich wegsteppen. So, vielleicht auch jetzt backsteppen einfach. Wie der steht. So, dann werde ich auch schnell backsteppen, damit der andere dann allein ist, ne? So. Hehehe, so einfach ist das. Oh, ist das hier so ein... Ne, okay, ist kein Shortcut. Ich hatte gerade so ein Shortcut, schade. Dann geht's wohl hier weiter. Ah, genau, ich habe ja noch Fragmente, die kann ich eigentlich auch nochmal benutzen, um vielleicht zu leveln. So. So, dann benutze ich die mal schnell. 100. Das ist nicht gerade viel. 300, das ist viel. So, kann ich wieder abrüsten. Hier nochmal die Feuergranate rein. Ja, komm, scheiß drauf. Wir leveln jetzt erstmal. Ich meine, ich könnte jetzt die ganze Zeit hier farmen, ne? Und ein bisschen hier hochpushen, ne? Ach, ich kann nur einmal leveln. Interessant. Okay. Machen wir Entschlossenheit, oder? Ich genug Ärger. Größtenteil. Moment. Wie viel Schaden mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt hochleveln würde? Plus 4. Boah, schwierig, ne? Ja, komm. Ja, komm, machen wir Vitalität. Vitalität ist immer wichtig. So. Später können wir, wenn wir wieder so ein Ding finden. Oh, der Gegner ist wieder gespawnt, stimmt. Egal, kann ich zumindest ein bisschen sehen sagen. Ich muss eh nach unten, ne? Von daher kann ich jetzt die paar Gegner. Ah, komm, die paar Gegner, scheiß drauf. Keine Ahnung, wo ich die jetzt nicht getroffen habe. Den nehmen wir noch auch mit. Oh mein Gott! Okay, zu viele. Damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, dass jetzt alle kommen. So. Nehmen wir lieber unsere komische Lehmzelle, ne? Die werden wir wahrscheinlich noch gebrauchen, ne? So, die Gegner drehen wir einfach mal. Gehen wir mal hier weiter. Oh, das ist jemand drin, ne? Na komm, locken wir den erstmal. Komm. Weil da rechts ist eine Gasse. Und ich wette, das habe ich schon immer bei Dark Souls und Bloodborne gehabt, ne? Da drin war die bestimmt jemand, ne? Deswegen. Oh! Da ist keiner. Lol, hier ist keiner, krass. Oh, Shortcut. Ja, gut, okay, das ist wahrscheinlich Shortcut. Wahrscheinlich geht es eher von der anderen Seite auf, ne? Dann können wir dann ruhig hier weitergehen. Oh! Ja, Junge, also. Ich will backstippen. Gegen diesen Schützen habe ich jetzt keine Lust. So.
Nice. Oh, guck mal, die kamen die Treppe runter. Die Treppe hoch, Mensch. Was für Gentlemen? Ja, ich spare mir die Mühe, die zu jagen. So, dann. Was ist das? Sägezahnrad. Die Sägezahnräder sind doch das, womit ich die Gegner bewerfen kann, damit die die Aufmerksamkeit auf mich bekommen, oder? Warum soll ich das überhaupt nutzen? Die Waldstein lieber mal. Trübes Ergo-Fragment. Ah, cool. Wieder was, was ich benutzen kann, um Ergo zu bekommen. Oh mein Gott, da ist schon wieder so ein Doggy. Ich habe jetzt gerade meine Ergos geguckt, ne, und habe den Doggy nicht gesehen. Scheiße. Ihr müsst mal bedenken halt, ne, so für die Leute, die denken so, wer hat den Hund jetzt sehen können, ne? Ihr müsst bedenken, ich habe ja keinen Mini-Bildschirm, ne? Also ich habe immer noch den riesen Fernseher, auf den ich zocke, ne? Heißt, ich habe eine begrenzte Sichtweise. Das heißt, ich kann links und rechts eventuell nicht viel erkennen und auch nicht das, was oben ist. Ich kann nur den Bereich sehen, wo jetzt mein Charakter läuft. So, also wo mein Charakter ist. Was ist das hier? Ja. Ah, da ist noch was. Sehr schön. Ich habe gerade gesehen, dass mein Charakter ein bisschen ruckelt, ne? Das liegt daran, weil der Stick driftet, ne? Ja. Ich kann ja mal kurz hier reinfußen, ne? Eine Sekunde. Aber das hört man, das ist so krass. So. Ist das immer noch so? Ne, guck, jetzt läuft das Bilder besser. Die jüngste Raserei vermutlich vorübergehende Störung. Oh! Okay, von hier aus komme ich nicht dahin. Na super. Dann muss ich wohl weiter. Was? Fabelkünste. Benutze Klingen, Fabelkünste, Dreieck. Oh! Das ist das, was ich gedrückt habe, das habe ich vorne aus Versehen dann wohl aktiviert. Wie gesagt, ich komme ja mit den Tasten noch nicht klar, ne? Und wenn ich mich erschrecke, dann drücke ich irgendwelche Tasten. Das habe ich wahrscheinlich gerade dann gedrückt. So, Waffen haben unterschiedliche Klingen und Griffe, die jeweils ihre eigene Fabelkunst hat. Fabelkünste verbrauchen Farbeslots. Verschiedene Fabelkünste verwenden eine unterschiedliche Anzahl von Slots. Lade Fabelslots auf, indem du Feinde mit Waffen angreifst. Ah, da ist mein erstes Opfer für Fabelkunst. So, Dreieck war das gewesen, ne? Komm. So. Perfekt. Wofür ist denn mein linker Stahlarm? Ah, okay, ist einfach ein Nahkampfangriff. Ja, sollte ich mal da nochmal. Oh, da ist auch ein Weg, ne? Da gehen wir erstmal hier hin. Vielleicht geht's ja hier weiter. Dann kann ich auf die andere Seite gehen. Mama, Schöpfchen! Ich will so eine Geste machen. Wie ging das nochmal? Ah, okay, kann ich mein Kostüm ändern? Ja, habe ich ja bis jetzt noch nichts. Geste. So, schauen wir mal, was die Geste bringt. Okay, ich hatte dabei jetzt was, was ich machen könnte, aber da stand ja irgendwas mit einer steinernen Brücke, die ist das Ananas, ne? Da war wohl hier nichts. Ah, guck mal, das ist ein Gegner. Komm her. Komm. Ah, da ist auch einer. Das ist ein Schütze! Komm doch, du... Los. Naja. Oh, ich muss schnell killen, bevor der andere jetzt kommt. So. Nee, die Künste brauche ich jetzt noch nicht. So, Termit. Nice, Termit Granat bekommen. Oh mein Gott, das ist ein Doggo. Okay, ich glaube, der ist sehr gefährlich, deswegen werde ich erstmal hier lang gehen. Bevor ich ihn jetzt konfrontiere.
Da links, dann höre ich noch was. Da ist noch ein Doggo. Na komm, dann. Du bist Ergo-Fragment. Und Sägezauber. Oh, der Polizeityp steht wieder. Oh oh. Oh, was ist denn rechts mit meinem Balken los? Au, oh, lol, ich muss die Waffe reparieren, stand da. So. Gut. Und jetzt? Da lang. Hallo, das ist ja mein Objekt der Begierde. Na, was haben wir denn hier so schönes? Lass was Gutes sein. Bereinigtes, dringliches Reparaturwerkzeug. Ne, Vernignis. Vernignis Reparaturwerkzeug. Das muss dann bestimmt hier sein, ne? Da. Repariert sofort Waffenhaltbarkeit. Ein Notfall. Oh mein Gott, das brauch ich nicht. So. Wissen Sie, die brauche ich jetzt noch nicht. Vielleicht später, aber jetzt nicht. Okay, jetzt wieder zwei Wege. Da kommt jemand die Treppe. Da kommt zweite Treppe runter. Hab ich nicht gehört? Da ist noch einer. Oh mein Gott. Oh. Mieses Stück Scheiße. Ja, komm, da kann ich mich heilen, ne? Ich frag mich, warum ich gerade so blutüberströmt bin. Das sind doch Puppen. Er zeigt mir wohl, dass ich in diese Richtung gehen soll. Mit seinem kleinen, mit seinem Zeigefinger da, ne? Ich bin so doggy. Oh man, hat gebraucht, das Item, was da liegt. Fabelkatalysator. Nice. Bin ich eigentlich die ganze Zeit gezwungen, so zu laufen? Ah, nein, lol, da steht die ganze Zeit Sprinten. Mit Kreis. Lol, hätte ich das vorher gewusst. Das ist ein Shortcut. Okay. Nice. Dann kommen wir mal hier weiter. A powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. Eine mächtige Puppe. Okay. So please, be careful. Oh, da ist noch einer von denen. Hä? Das kann ich den nicht anvisieren. Vielleicht kann den anvisieren. Kann ich das töten? Lol, okay, den kann ich nicht zerstören oder angreifen. Ja, super. Ja, gut, dann. Ja, damit. Was du hier hast. Wieso kann ich ihn. Lol. Hello there. Welcome to. Ach, das ist ein Händler. Ah, geil. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. Okay, nice. Ein Händler. Mal schauen, was er so schönes hat hier. The whole organization fell apart. Oh, that's. You ought to buy something while you're at the. Während du auf dem Festival bist, sollst du etwas kaufen. Dich allein kannst du dich nicht verlassen. Na, was ist denn so schönes? Kaufen. Was ist das? Farbekalsulator. Ah, brauchst du nicht. Oh, das sind Waffen. Säbelklinge einer Puppe. Mischer Angriff 100 plus 2. 100 plus 12. Ah, ich sehe. Nee, meine Waffe macht, glaube ich, besseren Schaden, oder? Ja. Was haben wir hier? Wurfzelle. Eine Batterie mit großer Leistung, die geworfen werden kann. Verursacht Elektroblitz Schaden. Erfüllt vorübergehend Waffe mit Elektroblitz. Ja, mach ich auch nicht. Nee. So. Bin ich schon weiter. Ah, hier geh ich erstmal so. Ah, was haben wir denn hier? Hm, Sack. Oh, doch keine Sackgasse. Lol. Wir stellen die Paradepuppe vor. Die Paradepuppe. Hier erscheint eine tolle Puppe, die Parade bereichern wird. Der Paradenmeister. Ein einzigartiges Paradenpuppenmodell aus der Werkstatt zur Feier der großen Ausstellung. Hallo, ich bin der Parademeister. Ich singe und marschiere gern mit dem Volk. Weiter. Der Parademeister bietet folgende Funktion: 16 fröhliche Lieder, fröhliches Lachen und 54 Paradesprüche, Paradetänze, um Kinder zu erfreuen. Die Kraft, 6 Männer auf den Schultern zu tragen. Alles klar. Dieser Parademeister wurde anlässlich der großen Ausstellung angefertigt. Überzeuge dich am Vorabend der bevorstehenden Ausstellung von seinem Charme.
Alles klar. Scheint, dass der Gegner, den die Frau da in diesem, also dem vom Tor steht, ne? Die Anleitung findest du unter Menü, Einstellungen. Einstellungen. Anleitung. Ah, okay. Ja, quasi alles, was ich schon gesehen hatte, ne? So. Okay. Ich vermute mal, da ich das auch von Souls-like-Spielen kenne und von, also von Dark Souls und Blackboard und so weiter. Das, was der hier verkauft, ist wahrscheinlich das, was ich gegen den Boss brauche. Oh, ich kann nur 2 Stücke davon kaufen. Alles super. Ja, komm. So. Also ich vermute mal, dass es wirklich so ist. Weil das ist quasi immer so gewesen. Ob nun Bloodborne oder Dark Souls, ne? So, es ist immer so, dass egal was hier bei dem Hinter verkauft wird, das brauchst du am Ende. Das rüsten wir dann auch mal aus, ne? Da kann ich Gießen hier mal ablegen. Katalysator. Mit dem Elektroblitz-Dings. Und hier kann ich den Wurfgeschoss mit Blitz machen. So. Aber wir haben keine Heilung, ne? Ich führe mal die Heilung auf, ne? Ich gehe mal kurz zurück zum, zu dem Leuchtfeuer, ne? Und fülle da meine Heilung auf. Ja, ich muss noch kurz gucken, ob ich aufnehme. Wenn ich jetzt nicht aufnehme, ist voll der Fail. Ah, okay, ich nehme auf, sehr gut. So, dann gehen wir mal zurück. Und heilen uns mal. Dann werden auch die Gegner spawnen, aber die werde ich dann einfach um den, indem ich einfach durchsprinte. Oh, Moment mal. Sekunde, bevor ich... Ah, jetzt bin ich vom Händler raus, ne? Egal, dann kann ich mal schnell das hier ausrüsten. Ich habe noch diese Dinger, ne? Könnte ich eigentlich nutzen, um mich mal hochzuleveln. Wenn ich schon dabei bin. So, nochmal. So. Dann das andere. So. Okay. Ich glaube, ein Level kann ich auf jeden Fall machen. So, hier war das Blitzgeschoss, ne? Wo ist das denn? Hier. So. Gut. Jetzt sage ich es benutzen. Hier will ich auf jeden Fall jetzt mich. Aus Level dann jetzt. Ja, nur ein Level kann ich machen. Ja, klar. Was hat schon gelevelt? Gesundheit, ne? Machst du einen Unterschied? Oh, eigentlich machst du einen großen Unterschied, wenn ich jetzt nochmal level. Also Gesundheit. Was will ich jetzt Entschlossenheit level? Was für Schaden. Wie Schaden drauf. Hm. Ich krieg schon plus 1. Macht das keinen Sinn, dann das zu leveln? Hm. Geh ich nochmal auf Gesundheit? Schwierig. Ja doch, komm, mach mal Gesundheit. Scheiß drauf, wir machen Gesundheit. Gesundheit ist immer wichtig. So, wenn ich merke, dass ich genug Gesundheit habe, dann kann ich ja ein bisschen Angriff stärker machen. Weil die Demo wird ja eh nicht lang gehen, hoffentlich mehr. Oh, 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 oh nein, das... Jetzt kann ich mich nochmal hinsetzen wegen dir. Oh, ich bin an den Holzdingern hängen geblieben, das ist Scheiße. So, nochmal hinsetzen. So, aufgefüllt, ja. Ich sprinte mir jetzt einfach durch. Die Brine Mongo. Ja, die Gesundheit sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ja, ja, das sollte ausreichen. Folgt mich der Bob? Nee. Der Bob verfolgt mich wirklich. Dann lässt er danach. Oder lässt er gar nicht noch. Oh mein Gott, ja komm, dann kill ich dich jetzt, der verfolgt mich jetzt bis zum Ende hier. Nicht, dass er jetzt noch in den Bossraum reinkommt. So. Gut, bevor ich mit dem Boss erstmal anfange, ne?
Oh ja, das schreit nach Bosskampf. So, erstmal kurz was trinken. wir haben ja immer noch Sommer. Es ist warm. Oh, wenn es nach Regen aussieht, aber es ist trotzdem schwül. So. Gut. Da würde ich mal sagen, los geht's, ne? Na, was haben wir hier so Schönes? Festival. Oh. Ja. Wow. Alles klar. Ja. Ich glaube, da schleifen wir unseren Arm, ne? Oder, nee, unser Schwert. So. Boah. Okay. So. Immer einen Schlag machen und ausweichen, würde ich mal sagen, ne? Aua. Scheiße. Oh. Nein, ich hab den Arm dann im Griff. Ah, nice. So, nochmal. Oh mein fucking Gott, was macht der jetzt? Okay. Oh, er hat eine zweite Phase. Er hat eine zweite Phase. Ich hab den Heim gedrückt, ich hab den Schleifstein oder so. Komm nochmal, so. Okay, ich muss aufpassen mit dem. Okay, da muss ich noch viel ausweichen. So. Oh oh. Ja, ja, nix da. Nein. Nicht treffen das Problem. Ich könnte eigentlich diese Dinger werfen, ne? So. LOL! Ist er down? LOL, er ist down. Nice! First try, Junge! Ergo eines Parademeisters und Quarz. Es gibt eine besondere Art von Ergo mit... Ah, okay. So. Wahrscheinlich ist das die, Dings, oder? Kann es sein? Nein, das wollte ich jetzt nicht ausrüsten. 5000 Ergo krieg ich dafür. Ich glaube, das ist eine Boss hier, die soll ich auf jeden Fall aufbewahren. Vielleicht kriege ich dafür später, sag ich schon, einen guten, eine gute Waffe oder so, ne? Boah, krass, ey. Ist er tot? Puppe verboten. Keine Energie mehr. Okay. Dann hier. Hotel Krat, der größte Luxus, den Sie je erleben werden. Gönnen Sie sich. Ja, alles klar. Aber schon geil, dass ich den Boss mit dem ersten Try besiegt habe. Ne? Ich habe jetzt erwartet, dass ich jetzt zwei, dreimal sterbe. Das ist halt Dark Souls. Oder Bloodborne-like, ne? So. Das ist schön. Ja, dann würde ich mal sagen, ab nach oben, ne, zum Hotel. One more thing I should mention. Okay. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Ich muss lügen. Okay. Das war ein Tipp. Wahrscheinlich muss ich die Hotelangestellten anlügen. Trübes Ergo-Fragment.
Okay. Mehr nicht? Alles klar, ich dachte, ich stehe jetzt auf oder so. Nein, hier nicht. Nehmen wir alles hier auf. Versteckter Mondstein. Der Mondstein war nicht von dieser Welt. Ah, Moment mal, vielleicht sind das Ausrüstungen, die ich da ausrüsten kann hier. Oder? Amulette. Nee, dann nicht. Ich dachte, das wäre eine Amulette. Auch nicht. Arm auch nicht. Ist auch nicht. Das hier als Gegenstand? Nee. Vielleicht. Ja, sind das vielleicht besondere Gegenstände? Material. Ach, das sind Materialien. Ah, okay. Dann brauche ich das ja noch nicht anzuschauen, weil ich glaube, in der Demo werde ich jetzt nicht irgendwie Materialien zum. Also so ein Schmied finden halt, ne? Ich glaube, lange wird auch nicht mehr die Demo gehen. Vermute ich mal, ne? Weil sonst wäre das ja fast schon ein gesamtes Gameplay. Welcome to the Sanctuary of the Grand Covenant. Prove your identity. Okay. Who are you? Wer bist du? Ich muss lügen, ne? Mensch. Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Okay. Okay. Darf ich die Tür öffnen? Nee. Was? Hab ich schon jetzt eine lange Nase bekommen? Nein! Jetzt kann ich das nicht mehr sehen! Hab ich eine lange Nase? Ich will sehen, ob ich eine lange Nase habe! Ich hoffe, jetzt ist die Demo schon vorbei. Nein, 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 ich will noch die Nase von dem Typen sehen. Total Krat. Ja, gut. Dann sind wir jetzt im Hotel eingedrungen. Lies! Off. Key. Nice. War das die Demo? War es jetzt? Ja, wahrscheinlich war es die Demo. Ich glaube nicht, dass es jetzt im Hotel weitergeht, oder? Es geht weiter. Oh, es geht doch weiter. Alles klar. Hoppala. Ja, gut. Dann geht's halt weiter. Oh, das ist die Frau mit dem... Oh, das ist Sophia? Sexy. I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krop to find you. Das war's. You must have questions. Geppetto will have answers. Ja. But we have to find him first. Geppetto. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krot is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Okay. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Ja, dann finden wir jetzt Geppetto wohl. Take this pocket watch. Oder noch nicht, ich muss erstmal eine Taschenuhr nehmen hier. Krot is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Schlau. Mondphasen-Taschenuhr. Eine Taschenuhr mit mystischer Kraft. Die Macht der Uhr dreht die Zeit zu einem Zeitpunkt. Ah, komm. Das ist zu schnell. Der Text verschwindet zu schnell. Ich hoffe, das machen die auf jeden Fall besser. Also bei der Vollversion. So, ich kann die Uhr ausrüsten. Was bei dir aus? Nice. Look at Gemini. I think he's in shock. Gemini is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. Huh? I'm no inventor. But perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Geppetto ist gebrochen. Okay. Verstehe ich jetzt nicht, aber es ist nicht so schlimm. Ich dachte, jetzt ist die Demo vorbei, aber... Oh, wen haben wir denn hier? I heard about you from Geppetto, but to see you in person... Eugene? Wow. You should take this. Geppetto left it with me. Ist es eine Frau? Es ist eine Frau, ne? Ja. Was hat mir Geppetto hinterlassen?
Oh, ich habe einen neuen Arm. Kann das sein? Jawohl. Sehr gut. Ein Harpune an dem Arm. Oder eine gefälschte Puppenschnur. Legionswaffe. Die Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedlichste Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Venigni-Handwerksmaschine vorgenommen werden. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Jeppetto. Okay, something muss etwas anderes sein. Ein maßgefertigter Arm von Jeppetto selbst ist ein tolles Accessoire. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the workshop. Eugene heißt sie, nicht Eugene. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. Warte. I know my way around a weapon. Moment. Waffe verbessern. Verbessern wir lieber die Waffe, ne? Klinge verbessern. Ja. Soll ich nochmal verbessern? Nee, ah, nur einmal. Okay. Griff ändern. Griff ändern. Mit Hilfe von. Wie heißt sie nochmal? Eugenie? Keine Ahnung. Ich sag einfach Eugenies. In Kurbeln kannst du Waffengriffe verändern. Die Eigenschaften jedes Griffes verbessern sich je nach dem Grundwerten deines Charakters. Du kannst diese Eigenschaft und den Grund und den Grad einmal mit einer Griffänderung verändern. Du kannst dies jederzeit mit einer ausgeglichenen Kurbel zurücksetzen. Okay. Aber ich hab nichts, ne? Nee. Nee, okay, kein Zoll, den kann ich machen. Gut. Dann war's das wohl. Was haben wir hier? Ich habe diesen Ort regelrecht organisiert, also nicht verstellen. Eugenie. Oder Eugenie, ach komm, Eugenie einfach, ne? Aber so wie ich sie kenne, muss ich wahrscheinlich wieder auch hin, ne? Irgendwelche Fragen? Stargazer. A Stargazer is a survival device used by the Stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores. The Stalkers installed Stargazers all across the city. Once they're recovered. Okay. If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The Stalkers captured a puppet to use. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Wieso ist sie so aggressiv gegenüber mir? Verbessern, Griff ändern. Okay, ich brauche nichts mehr. Ich weiß ja quasi fast alles von der. So, das ist der Garten wahrscheinlich. Hier kann ich meine Fertigkeiten trainieren. Ich werde mal kurz mal hier diese Puppe nicht mal austesten. Oh, damit kann ich Gegner ziehen, aber das ist wahrscheinlich extrem schwer, ne? Okay, ich brauche keine Fertigkeiten hier zu testen. Ich kann ja mal gucken, ob hier noch was liegt und dann gehe ich einfach mal weiter. Wahrscheinlich habe ich die Vollversion außerdem runtergeladen. Ah, was haben wir denn hier so schönes? Oh, ein Rezeptionist. Welcome to Hotel Croft. Oh, Leute, das ist eine Puppe. Ich dachte, es wäre ein echter Mensch. Mein Name ist Polandina, Butler to Lady Antonia. Das ist ein Butler. Das heißt Sophia Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Croft. Comfort and calm walk hand in. Welcome to Hotel Croft. Ja, das ist auch so ein schönes. Ah, okay, bei dem kann ich. Ja. Ah, dann kann ich aber bei dem diese Räder verkaufen. Die brauche ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nee, die kann. Die behalte ich mal. Das behalte ich jetzt auch mal. Das verkaufe ich bei dem. Hier, die Räder. Oh, die geben aber nicht gerade viel. 80, haben wir geil. So. Gut, reden will ich jetzt mit dem ehrlich gesagt nicht, ne? Weil es ist quasi eine Demo. Oh, da ist eine Oma. Ist es die da? Ihhh, wie siehst du denn aus? Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. I am Antonia. And ach, das ist Antonia. Ich dachte dann, dass. Welcome. Ja, das ist doch nicht Sophia Antonia, sondern das ist die, die Antonia ist. Oh. I knew from the moment we met that you're Geppetto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard. And he never. If he doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. I was keeping. It comes with an old store. Did all of us miss? But I think it's better off. Please find that old man.
And do take. Oh, Kleidung. Alles klar. Da kann ich mich mal neu ausrüsten, ja? So, Kostüm. Axt war habe ich nicht, aber hier habe ich was. Jawohl. So. Der Müllwagen ist gerade hier vor meiner Tür. Tut mir furchtbar leid, wenn man das hört, ne? Ich hoffe mal, dass es nicht so laut ist. Da liegt doch was Schönes auf dem Tisch. Reiseführer der Sehenswürdigkeiten. Wenignis Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Krat 1. Die Attraktion in diesem Monat ist Hotel Krat. Das Hotel Krat ist einer der unheimlichsten und geheimnisvollsten Gebäude der Stadt. Laut Überlieferung ist das Hotel Krat eine abgelegene Burg, die von einem Aristokraten erbaut wurde, der einer Form des Okkultismus zugetan war und eine Offenbarung von einem leuchtenden Baum erhielt. Eine Zeit lang wurde es als Nervenheilanstalt genutzt, und einige Patienten berichteten, dass sie Halluzinationen hatten. Die Aufzeichnungen sind jedoch nicht mehr vorhanden, da sie alle bei einem großen Feuer zerstört wurden. Boah, ich hoffe, man hört das, ne? Der Wimmelwagen ist mal draußen richtig laut. Ich selber höre mich nicht mal gerade richtig. So, vor allem die Tatsache, dass es so weit unter der Erde liegt, verstärkt die Gerüchte. Manche sagen sogar, dass es mit einer unbekannten Hölle verbunden ist. Das erhöhte vor allem die Attraktivität des Hotels Krat, das im neuesten Stil renoviert wurde. Während sich die jüngsten Gerüchte über das Geisterhotel der großen Ausstellung verbreiten, wollen immer mehr Kunden tatsächlich in diesem Hotel übernachten. Verbreiten, habe ich gesagt? Verbreiten? Verbreiten, habe ich glaube ich gesagt. So, als nächstes folgt ein Kommentar des Hotelbesitzers Miss Antonia. Ein Geisterhotel? Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das schon gehört habe. Aber zum Glück sind unsere Hotelgäste mutig wie Löwen. Also alles kein Problem. Bewertung 4 von 5. Schaurig und geheimnisvoll. Das beste Resort in Krat. Reporter Midoro. Dieser Reiseführer wurde mit Unterstützung der Firma Benigni, Freunden der Stadt, erstellt. Ja. Einmal geil. Was ich mich aber ehrlich gesagt frage ist, haben die sich ein bisschen von Dark Souls hier auch inspirieren lassen? Weil die Frau ist extrem... Klavierspiel beginnen. Geht jetzt Antonia vielleicht auf mich? Nein. Okay. Schade. Ich habe jetzt erwartet, dass sie vielleicht auf mich reagiert oder so. Und was haben wir denn hier noch so Schönes? Hier ist ein Sofa. Kann ich sie untersuchen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ah, okay. Ich bin einmal dann quasi rumgelaufen. Ich glaube, Antonia den Stargazer benutzen. Ja, machen wir mal. Zu Stargazer Lager benutzen. Ach, ich kann hier nicht leveln. Okay. Dann gehen wir einfach mal weiter. Da gibt's noch ein. Ach, ja, komm, gehen wir erstmal nach oben. Scheiß drauf. Auch wenn es nur eine Demo ist, ne? Ich bin einer, der gerne alles erkundet. Und vielleicht liegt hier noch was, was ich gebrauchen könnte. Ah, das ist eine Tür. An die Tür klopfen. Das ist fest verschlossen. Kommen wir wahrscheinlich später dahin. Ist das Geppetto vielleicht? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Und hier auch eine Tür, die wahrscheinlich auch fest verschlossen ist. Ja, war ja so klar. Habe ich auch nicht anderes erwartet. Da können wir ja. Komm, da können wir ja rausgehen, ne? Außer die Türen sind noch. Ah, okay, die Türen kann ich nicht verwenden. Aber gut, dann haben wir alles, ne? Dann können wir ja quasi zum nächsten... Ah, hier ist noch was. Viel Glück für alle Besucher, Ruhe für alle Reisenden, Glück für alle Freunde. Mehr gibt's hier nicht, ne? Also, quasi... Schade, dass ich hier nicht leveln kann, sondern erst rausgehen muss, damit ich leveln kann. Tür öffnen. Gut. Damit haben wir das Hotel auch erkundet. Geht wohl weiter. Am Lügen. Boah, das ist mal eine lange Demo, ey. Wieso sind die Demos so lang? Das ist schon krass. Ich dachte jetzt vielleicht beim ersten Boss oder so, ne, wird die Demo vorbei sein, aber wahrscheinlich kommt noch ein zweiter Boss und den muss ich jetzt auch noch erledigen. Boah, ich muss erstmal Geppetto finden. Gut. Ist ja quasi wie so eine Vollversion, ne?
Aber ich glaube für mich, also so die beste Demo. Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. Ja, das dann. Don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later. Was? Where we're safe. Das war Gemini? Der Typ? Nee. Ich glaube nicht, dass das. Der Typ war nicht ernsthaft Gemini, oder? Ja, das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden in der Vollversion. Ah, guck mal, da ist so ein Stargazer. Den könnte ich jetzt mal gebrauchen. Zum Level. Jetzt können wir auf Kraft gehen. Am besten. So, Stargazer benutzen. So, Legionswaffe wechseln. Mit Gemini reden. Are you? You are. Finally, someone is talking to me. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Alles klar. Was? Warte mal. Stargazer teleportieren. Du kannst dich von einem Stargazer zu einem anderen teleportieren. Du kannst nur zu denen reisen, die du aktiviert hast. Stargazer ein Gebiet mit einem Ereignis beenden, mit einem Hinweis markieren. Okay. Ich kann aber hier nicht leveln. Ernsthaft? Schon wieder? Alles klar. Ja, komm, dann gehen wir erstmal zu dem anderen Stargazer. Ne? Da können wir erstmal uns. Eventuell dort leveln. Hauptbahnhof im Grad. Ja. So, dann leveln wir erstmal dort und dann können wir wieder hierhin zurück. Ja. Ich erinnere mich noch an die PlayStation 3 Zeiten. Da waren die Demos richtig krank. Da war zum Beispiel die Homefront-Demo ziemlich geil. Weil das war quasi eine Multiplayer-Demo zu Homefront. Und von dort aus konntest du tatsächlich... Was? Ich kann auch hier nicht leveln. Kann ich nur im Hotel leveln. Ab jetzt. Ah, jetzt im Hotel gerade dann. Ja. Mal gucken, ob wir dann dort leveln, eventuell. Aber bei wer? Wen meine ich damit? Bei der? Also bei Antonia? Bei... Im Hotelier? Ja, schau ich mal. Ne, beim Hotelier konnte ich kaufen. Ja, dann kann ich wahrscheinlich bei Antonia leveln. Ja, gucken wir mal Antonia dann. So. Dann nehmen wir mal bei der. So. I'll use my power to help. Stufenaufstieg, ja, tatsächlich. So. Machen wir zweimal Entschlossenheit, ne? Ja, so. Gut. So, dann haben wir das ja. Dann können wir zum nächsten Ort reisen. Zu Stargazer teleportieren. Eingang Elysium Boulevard. Ja, das Geile war bei der Demo von Homefront. Du hast da 3 Karten am Anfang gehabt. Aber die Hälfte der Waffen zur Auswahl. Quasi konntest du mit der Hälfte der Waffen eigentlich sogar spielen und die 3 Karten. Du hast quasi ein geiles Multiplayer-Erlebnis gehabt. Und irgendwann, ja, kam dann. Ich glaube, THQ war für Homefront verantwortlich. Dann kam THQ auf die geniale Idee, die Demo zu patchen und in diese Demo noch 2 weitere Karten hinzuzufügen und alle Waffen freizuschalten. Quasi das gesamte Spiel gespielt, fast schon. War so geil gewesen. Ich und meine damaligen Kumpels haben das auf jeden Fall ausgenutzt. Das ist eine Puppe. Die werde ich jetzt auch backsteppen. Gut. Da unten hat mich natürlich die andere Puppe gehört. Also da oben, Mensch. So, Wurfzelle. Ah, diese Blitzdings. Geil. Wir müssen auch Geppetto finden auf jeden Fall. Ah, guck mal, die Puppe hat mich schon nicht gesehen. Da kann ich sie auch mal backsteppen hier. Jawohl. Sägezahnrad. Hab ich die vorher nicht verkauft? LOL.
habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, ist die einzige Puppe, die da vorne ist, die hier. Na gut, okay. Aber ich kann die ja zum Glück auch mit zwei Schlägen kaputt machen. Lag da noch was? Ah ne, das ist das Stargazer. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Da war jemand. Im kurzen Moment habe ich mich erschrocken, aber dann dachte ich, ja komm. Kriegst du das auf die Fresse. Wenn jetzt drei runtergesprungen wären, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt Panik bekommen, aber da war nur ein einziger. Okay, Shortcut. Den kann ich von hier aus nicht aufmachen. Dann geht's hier weiter. Oder kann ich die Geschäfte öffnen? Nee. Oh, die Pferde, die verreckt sind hier. Voll traurig. Ah, ist ein Doggy. Ja, komm. So, jetzt erstmal einen Schritt zurück, ne? Weil links war ein Gegner. Der schießt! Dann stirbst du als erstes. Nein, 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 nein. Lass mich zuerst den Typen. Nein, jetzt bin ich im Teufelskreis gewesen. Das war knapp. Ich war gerade im Teufelskreis auch noch. Was macht denn eigentlich, das hier? Ach! Schau sich das mal an, ey. So, öfter. Das ist quasi so ein Heimatknochen. Aber den kann ich, glaube ich, für immer verwenden, oder? Lada F10, den Ring habe ich bekommen. F15, ja, ich kann nur einen Ring mitnehmen, kann das sein? Ja. Ja, dann nehme ich den, der mir mehr physische Schadensbedrohung gibt. Zwar ist er dann schwerer, aber naja. Aber wahrscheinlich mache ich dann auch noch Fettrollen. Ne, irgendwann. Aber bis jetzt ist es noch nicht der Fall. Geh ab nach oben. Die Mini ist auch oben, kann das sein? Also da war auch auf den Dächern gewesen. Aut viam iveniam aut passiam. Ist wahrscheinlich lateinisch. Chamber of Machina Workshop. Ergo is live. Alter! Du Stinker! Hast mich erschreckt? Hast mich tatsächlich erschreckt? Da ist der Typ mit dem... Da ist der Schütze. Ich muss erstmal rüber. Erstmal rüber zu dem Typen, der schießt. Okay, hier kann ich auf jeden Fall runterfallen. Sollte ich vermeiden. In der Ecke kann ich mal gucken, was da ist. Aber ich glaube, da ist nichts. Doch. Aha. Ja. Danke, Dark Souls. Ne? Dark Souls zeigt mir immer, dass man immer überall nachsuchen muss, ne? Weil man dann auch noch was findet. Dann kann ich den Leiter runterlassen. Ich muss ehrlich gestehen, ne? Ich finde das Spiel echt geil. Also, ich bin zwar kein mega Souls-like-Spieler, ne? Aber ich finde, also ich bin kein, also, was ist das? Mega, ich bin, normalerweise bin ich auch kein Fan von Souls-like-Spielen, weil irgendwie sind diese Spiele für mich sehr schwer. So, Kingdom Hearts zocke ich zwar auch, da bist du ein neuer Gegner. Oh, der hält aber ein bisschen viel aus. Na ja, komm. Oh, ich muss mich heilen. Warte, lass mich heilen. Alter. Ich will auch nicht meine ganze Heilung an dich verschwinden, ne? Ja. Angreifen, ausweichen. Jetzt noch zwei Angriffe. Ne, nur ein. Ah, doch zwei. Drei! Ja, komm, jetzt aber. So. Wurfzelle und Sternfragment. Ja, komm, nicht mal eine Heilung. Scheiße drauf. Puls entladen. Ja, ich weiß. Aber so die kleinen Gegner werden mir natürlich helfen, meinen Puls wieder aufzuladen.
Ich rieche Gefahr. Ah, da ist einer. Hier ist definitiv noch ein zweiter. Oder nicht? Okay. Und Backstep. Da steht gleich einer auf. Oh, da von hinten noch einer. Oh, noch einer. Oh, noch einer. Oh, nicht gut. Oh, gar nicht gut. Ich stecke fest. Oh, einen habe ich auf jeden Fall nochmal. Er war ja doch irgendwo bestimmt in der Ecke hier. So, Wurfzelle. Oh, hier ist eine Tür. Die kann ich wahrscheinlich nicht betreten. Nee. Ja, die Spiele sind für mich zu schwer irgendwie. Ich bin halt... Oh mein fucking Gott. Wo ist er? Da. Rechts. Geh schnell rüber. Oh, meine Waffe ist bald kaputt. Schnell schleifen. Ich vergesse, dass ich noch meine Puppenschnur habe, ne? Nach unten gehen. Muss ich nach unten? Oder kann ich nach unten? Ah, gehen wir einfach mal weiter. Obwohl ich auch nicht mehr so viel Gesundheit habe, ne? Da ist was. So. Elektroblitzschleifmittel. Ach, ja. Um meine Waffe mit Elektro zu belegen wahrscheinlich. Ne, hier ist noch was. Lass mal gucken. Hier sitzt auf jeden Fall jemand. Ich hab's mir nicht schon gedacht. Wie schnell der angerufen hat, ey. Scharfes Rohr. Eine neue Waffe. Oder? Scharfes Rohr. Dann wahrscheinlich hier? Ja, ein scharfkantiges Rohr, das geworfen werden kann. Es durchdringt den Feind und fügt ihm... Ah, okay, Wurfmesser. Quasi ein Wurfmesser. Dann gehen wir mal weiter, ne? Frag mich, ob der Weg... Ach, da unten ist auch was. Dann gucken wir erstmal, was hier ist. Bevor ich jetzt... was hier verpasse. In der Ecke ist bestimmt jemand? Ja, ich weiß das. So. Terrorrunde. Alter! Hat der mich erschrocken? Da ist jemand am Reden. Oder am Husten, besser gesagt. Wie man aussieht, Mann? Kann ich mit ihm reden? Nee. Scheint nicht so. Oh, da ist der Typ mit dem Ruf geschossen, ne? So. Wie machst du das mit dem Typen jetzt mit dem Wurfgeschoss? Und wie rede ich mit dem Typen, der hier ist? Ach, warte mal. Ich habe eine Idee. So. Auge um Auge, Zahn um Zahn, würde ich mal sagen, ne? Kann ich überhaupt so weit werfen? Ja, aber ich bin durch. Ja, ich glaube nicht, dass er mich von hier aus treffen könnte mehr, ne? Ja, aber da kommen jetzt die ganzen komischen Kämpfer. Ich weiß nicht mehr, Stangenwaffen. Ich sag einfach dazu Stangenwaffen. So. Du bist einfach. Oh, der hat die Position gewechselt. Nee, da sind zwei. Ach du Scheiße. Ja, schnell durchsprint, muss ich mal sagen, ne? So. Ich bin tot. Fuck. Ah, verdammt seist du. Verdammt seist du. Einfach nur. Scheiße. Ich weiß auch nicht, wo die Seelen sind, ne? Habe ich den Shortcut geöffnet? Nee, ne? Dann muss ich jetzt den gesamten Weg laufen. Ich hoffe nicht. Vielleicht hätte ich auch den ziehen können. 2000 Seelen liegen da. Ja, super. Ja, komm, da gehe ich mal den.
gesamten Wegs. Ah, guck mal, da die Leiter. Doch, ich hab quasi einen Leiter-Shortcut gemacht. Komm, kill die schnell, ne? Ich bin nach vorne gewollt, Idiot. Ich hoffe, der große Gegner ist nicht mehr da, weil ich glaube, der große Gegner war der gewesen, der mir am meisten Probleme gemacht hat gerade. Ich hoffe, der ist tot. Aber gut, muss schon an dem vorbei überhaupt? Ja doch, ne? Ich muss durch das Haus durch. Das ist der Typ, der wieder schießt? Ne, da ist der Typ, der schießt. Ah, okay, der große Gegner ist tot. Das ist perfekt. So. Na gut. Wenn der große Gegner nicht da ist, dann kann ich ja einfach durchrennen. Oder kommt der erst jetzt? Ne, der ist tot. Okay. Einmal tot, immer tot. Sehr schön. Ja, da muss ich hier in diesem Raum aufpassen. Das ist quasi dann nicht nur einer, sondern mehrere. Okay, dann Backstep bestehen als erstes. Ah, da links war der. Okay. Keine Zeit zu backsteppen, dann kill ich dich so schnell. Außer regenerieren. Irgendwo auf dem Dach war auf jeden Fall mein Ergo. Ich wollte meine Seelen sagen. Ja, da ist wieder so ein Schütze. Er soll mal kommen erstmal. Dann kill ich den dann zuerst und dann hol ich mir den Schützen. So. Jetzt der Schütze. Jetzt muss ich schnell durchspringen. So. Ah, hab ich dich. Scheiß Schütze. Ich kann doch mal hier nach unten gehen und gucken, was. Gehen wir erstmal nach unten. Vielleicht war der Weg, der nach oben führte, einfach der Weg, der auch. Kann ich mich hier fallen lassen? Schneller? Ja, nice. Falls gedrückt halten. Na, für die Leute, die es nicht wissen. Nächste Puppe. Ich hab ein bisschen mehr ausgehalten diesmal. Versteckter Mondstein. Ah, hier kann ich den Shortcut öffnen. Very nice. So. Ich muss gerade lachen, weil ich gerade an das Ghost-Video von PC damals denken musste, ne? Wo Bram Englisch geredet hat. So, hello, guys. Also, bitte nicht. Na, was willst du denn? Dass mir den Schwanz rutscht. Ich musste schon da. Vielen Dank. Also, wie gesagt, PC ist einfach awesome. So, schnell die Leiter hoch. Es ist auf jeden Fall gut, dass ich dann hierher gelaufen bin. Dann kann ich hier den Shortcut später verwenden. Und meine Seelen sollten auch jetzt gleich mal geholt werden. Hier drin hustet jemand die ganze Zeit. Ich lege ihn mal erstmal ab, ne? So. Ich guck mal, ob ich eventuell mit dem Wurfmesser den da runterbekomme. So. Oh, das klappt sogar gut. Aber ich kann jetzt nicht. Okay, warte, ich will werfen damit. Hahaha, sehr schön. Das hat funktioniert. Okay, die, auf die muss ich auf jeden Fall, also ich muss da nach vorne, nach hinter den kommen, Mensch. Mein Gott, so. Da ist der Typ wieder oben. So, und nochmal. Perfekt. Okay, das waren, glaube ich, die einzigen beiden da oben. Hoffentlich waren es die einzigen beiden oben. Da kommt der Typ wieder. Also ein bisschen habe ich jetzt die gegnerischen Moves raus, also so wie sie sich bewegen. Dann sollte ich das auch nutzen. So, den Typen kill ich jetzt hier von oben. Fail. Oh oh. Okay, diesmal bin ich aber nicht. Ich muss mich jetzt aber hoch. Penner, stirbst jetzt. Deinen komischen Wurf-Dinger kannst du sonst wohin schieben.
So, Legionsmagier. Oh, Moment mal. Hier war das jetzt aber gewesen, oder? Immer noch nicht. Was krieg ich denn die Dinger? Legionsmagazin. Da muss es doch so ein Wurfgeschoss sein, oder? Hier. Legionenladung, eine Poly... Ah, okay, das füllt meine Ladung auf, wenn ich quasi das nicht mehr habe. Okay. Kann ich ja auch wieder das Wurfgeschoss wegmachen und dafür diese Flammendings rein. Weil sollten wieder da... Oh, fall ich hier runter? Ah, ne, Leute, das war da eine Leiter. Okay. Ja, da es keinen anderen Weg gibt, muss ich quasi hier wahrscheinlich hin. Und hier drin wartet bestimmt wieder jemand auf mich. Ah, guck. So. Oh, ich hätte vielleicht nicht so weit rollen sollen. Egal. Hat ausgereicht, um ihn zu killen. Nehmen. Attribut Reinigungsampulle. Das. Was? Attributsstatus. Ah, okay. Falls ich dann. Also irgendwelche Attribute habe, wahrscheinlich kann es dann das reinigen. Oh, das sieht aus wie ein großer Gegner wieder, ne? Oh, das ist eine Truhe. Die will ich aber haben. Ja gut. Dann würde ich mal sagen. Ja, so Blitzdings werfen und dann ihn angreifen, oder? Brief eines geborenen Mannes. Meine Luise, Charlotte, mein Schatz. Ich kann nichts hören. Ich glaube, die Straßen sind bereits tot. Nur noch Stille. Vermutlich bin auch ich bald nur noch ein versteinerter Leichnam. Ich kann mich noch erinnern, der Klang deiner Singstimme und der Anblick einer in der Bilderbücher vertieften Charlotte. Ich vermisse das alles. Das Beste, das ich zu Lebzeiten getan habe, war, dich und Charlotte zum Schutz in die Kathedrale zu schicken. Ich wünschte, dieser Albtraum wäre endlich vorbei. Wenn du und das Kind doch nur zurückkommen könnten. Aber das ist jetzt wohl unmöglich. Ich liebe euch, Luise. Ich bete, dass ihr dort in Sicherheit seid. Ich habe einen Gesser erlernt. Hammergeil. So. Hier ist wahrscheinlich sehr heftig, deswegen muss ich aufpassen. So. Oh, 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 oh. Da ist ja noch einer. Oh mein Gott, okay. Schnell heilen, schnell heilen, schnell heilen. Und rollen. Rollen, 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 rollen. Rollen und heilen. So. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ich versuche Heilung. So, meine letzte Heilung. Der zweite kam, ne, war ziemlich abfuck. Oh, mein Schwert ist bald down. Auch was zu schleifen. Ah, vielleicht hätte ich jetzt hier so ein Schleifding gebraucht. Das sollte auch erstmal halten. Wie lange haltet meine Waffe das auch nicht mehr aus und ich? Okay. Vielleicht kann ich ihn mit Wurf beschossen irgendwie. Okay, der brennt. Oh mein Gott, war das knapp. Ich hab keine Oh Gott, ey. Okay. Was haben wir hier? Lebensamulett. Amulett, endlich! Wow, nice. Wo war das nochmal? Hier, Ausrüstung. Erhöht maximal LP. Perfekt. Aber geil. Hat sich doch gelohnt, auch wenn ich hier fast verreckt wäre, aber ich kann mich trotzdem hier erstmal hochfallen. Geht's hier weiter? Warte, dann will ich mal kurz gucken, was passiert, wenn ich nochmal die Leiter hier hochgehe. Nicht runterfallen. Okay, was ist hier? Nichts. Dankeschön. Solche Sachen liebe ich ja, ne? Wenn einfach so ein leerer Raum ist, wo nichts ist. Also solche Spieler haben ja so eine Neigung dazu, dass sie mir in so eine komische, enge Gasse führen. So, was haben wir denn hier so Schuss? Ah, guck mal, das. Typ, den ich killen kann. Oder auch nicht.
Da runter? Dann muss ich wieder hoch. Nee, ich muss hoch. So. Dann gehen wir mal nach oben weiter. Hier ist was. Und da ist ein Loch. Da muss ich aufpassen. Ja, ja, ich kenne die ganzen Dark Souls-Tricks hier. So, wenn ich in das Loch gefallen wäre. Ach, von dem Loch aus könnte ich eventuell nochmal zurück, aber da liegt auch nochmal was. Bubble-Katalysator. Ich habe so viele davon, kann es sein? Nein. Ah, die meisten werden wahrscheinlich wieder in die Truhe getan oder so. So. Eigentlich könnte ich mich hier fallen lassen, ne? Kaum Schaden. Effekt. Ja, ja. So nicht anders. So kann es weitergehen. Was hat mir mal wieder so eine lange Demo, ne? Ich dachte schon, dass es voll die kurze Demo wird hier. So. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Stargazer, nice. So, den Stargazer benutzen. Zu Stargazer teleportieren, liegt uns auf Verwechseln und Nagelwurzeln. Nee, brauchen wir nicht. Aber auf jeden Fall. Huh. Okay, ist auch ein Händler wohl. Why, hello! I didn't know anyone was alive out here. Ist er selber vorher auch? Nee. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry. I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. Naja, naja, naja. So. Hat er mir so. Rede. Achso. Stimmt, wir haben noch nicht bei dem was gekauft, ne? Was hast du denn so schönes? Griff eines Elektro. Stumpfe Waffe. Was ist das? Attribut Widerstand Ampulle? Okay, wahrscheinlich brauchen wir das. So wie der das hier auch verkauft. Nee, das machen wir nicht. So. Gehen wir wieder. Die Taste drücken. Ah, okay. Den Fahrstuhl kann man wohl noch nicht holen. Heißt, weiter geht's hier. Stargazer ist hier. Mir fällt gerade auf, habe ich mal ein Final Fantasy 16? Gesagt. So. Alter! Mieses Stück Scheiße. So, nehmen. Gut. So. Aua. Na gut, ich habe Heilung zum Glück noch. Genug. Vor allem. Echt eine lange Demo, ey. Das ist doch krasser Scheiße. Ja, ja. Dann gehen wir einfach mal weiter. Irgendwas sagt mir, dass da Gefahr auf mich lauert, wenn ich das jetzt holen will. Ja, was ist doch, dass da jemand ist. I can sense something strange. Jeepers. Komm ich hier nach oben, Is that a butterfly? Ja, vielleicht, aber erstmal will ich diesen Penner hier runterholen. Da. Butterfly. Ja, ja. Erstmal den Penner hier. Leute. Okay, das war jetzt fail. Tja, ist die Leiche innen drin. So. Jetzt können wir das in Ruhe, glaube ich, holen, ohne dass uns irgendjemand stört. Okay, die Leiter kann ich runter. Soll ich die Leiter runter? Ist da unten überhaupt was?
Da unten ist was. Wo ist denn der Schmetterling? Da. Er fällt nicht da rein. Was macht das denn? Jetzt will er, dass ich ihm wahrscheinlich folge, oder? Geht dieselben Wege ab. Okay, komm, scheiß drauf. Dann gehen wir erstmal hier runter. Ich will gucken, was hier unten ist. So. Was? Dimensionaler Schmetterling. In manchen Teilen von Krat erscheint gelegentlich ein dimensionaler Schmetterling. Die Mondnadenlampe kann den Schmetterling aufspüren und leuchtet rot auf, um auf seinen Aufenthaltsort hinzuweisen. Sobald man sich in der Nähe des versteckten Schmetterlings befindet, erscheint er. Nach gewisser Zeit verschwindet der Schmetterling in eine andere Dimension. Töte ihn, um nützlich mal... Ach, ich soll ihn töten. Ja, danke schön für die Information, ja. Oh. Das war mal mega fail. Ja gut, dann kann ich zumindest jetzt den Schmetterling töten. Eieieiei. Ich frage mich jetzt, wie lange die Demo noch geht. Ich guck mal kurz auf die Zeit. Wir haben schon 1:36. Ja, komm, scheiß drauf. Ich werde die Demo jetzt so lange spielen, wie es geht. Ja. So. Aber ich brauche jetzt zum Glück nicht mehr. Ah ja, hier Rest war ja dieser Mongo. So. Ich mich einfach nicht bemerken. Merken die mich nicht extra oder ist das ein Fehler vom Spiel? Schon wieder. So. Da oben ist ja quasi nichts mehr, ne? So, den Schmetterling werde ich erstmal noch nicht kennen. Erstmal kill ich den Mongo hier, ne? Bevor der mich hier abfuckt. Ah, hier lag noch was. Lol. Und tschüss. Verdammt, jetzt habe ich den Reiseführer nicht gesehen. Mann, nur wegen dem Gegner hier, egal. So. Jetzt gucken wir mal, wo der Schmetterling ist. Da ist der Schmetterling. So. Jetzt zerstören wir den mal. So. Versteckter Mondstein. War's das schon? Okay, angreifen kann ich den wohl nicht mehr. Heißt, er hängt da nur noch. Aber bevor ich dann runtergehe, will ich wissen, was hier ist. Oder geht's hier weiter? Oh, hier ist jemand, mit dem ich reden kann. Ah, komm, gehen wir nach unten. Ich weiß nicht, was uns hier unten erwartet, deswegen gehen wir einfach mal rein. Wir haben wieder nach oben. Komm doch. Stinker. Na los? Ja? Läuft sich jetzt mit Pupu? Habe ich noch Pupu? Ich habe keinen Pupu mehr. Scheiße, ich hab keinen Pupu. Komm doch! Lutscher, Underground. Ich hab meine Seelen noch nicht eingesammelt, ne? Die liegen ja irgendwo da unten noch. Das heißt, wenn ich bei dem sterbe, dann habe ich mir alle meine Seelen verloren. Wäre jetzt ungünstig. Ja, komm, komm. Ja, komm. Okay, der kommt nicht. Heißt, ich muss gegen den kämpfen. Ja, komm. Warte, ich werde dich, Junge. Wo bist du? Erstmal gucken, was die Frau hier oben sagt. Vielleicht hat die noch so eine Information für mich. Na? Oh. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop.
Okay. I'm one. May I? Ja, das ist schon ein Gefallen bitten. Took my baby from me and sent me here. A baby must be with its mother. Please. Ich werde thank you so much, ja. Kind one. I can finally see. Please hurry. Heart before I lose my sight. Please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. Ja, und wie ich natürlich diese Spiele kenne, ne, ist das Baby wahrscheinlich schon tot. Hundertprozentig. Wir reden hier ja von einem Soulstrike. Ah, guck mal, der Typ kommt jetzt. Ah, komm doch. Pimmelkopf, ey. Stimmt, ich hab jetzt Pimmelkopf. Hast du was dagegen? Nein? Stimmt, die ganze... Pimmelkopf. Nee, nee, Junge, so nicht. Hält auf jeden Fall was aus, ne? Alter, wieso gehen die mir so auf die Füße, Was ist mein letzter? Alter. So, ich darf dann nicht so risikoreich gegen den reingehen. Ein Schlag und zurück. So, mal ein Schlag zurück. Ein Schlag zurück. Ein Schlag zurück. Ja, so muss ich jetzt gegen den vorgehen, weil, wie gesagt, ohne Heilung bin ich ihm ausgeliefert. Oh, 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 oh mein fucking Gott. Okay, damit sind meine 3000 Seelen weg. Das fuckt mich jetzt ab. Ah. Wo bin ich hier gespawnt? Wutangriff. Einige Feinde werden rot und sind. Du kannst Wutangriff nicht ausweichen oder dich durchblocken. Aber ein perfekter Block kann sie kontern. Ein perfekter Block. Ja, super. Ja. Gut. Gehen wir erstmal kurz nach unten. Schauen wir, was unten ist, bevor wir da weitergehen. Das kann nicht wahr sein. Ey, ich mach solche Fehler gerade. Ich hab so viel Gesundheit gerade verloren. Ey, okay, das war jetzt fail. Also, da hätte ich den Angriff natürlich treffen können. Aber, naja, das Spiel sagt nein. Der Schmetterling ist. Hab ich. Oder kann ich das nochmal töten und mein Ding bekommen? Ja, ich kann es nochmal killen und nochmal bekommen. Ha! Farmmöglichkeit gefunden. Easy! So. Na ja, gut. Okay, das war mein eigener Fail. So, der Typ ist nicht hochgekommen. So, die Frage ist jetzt, ob es hier unten weitergeht. Ich kann es mal austesten. So. Zwei Gegner. So. Ich weiß aber, werde ich jetzt nicht diese Dinger angreifen. Oh, da muss ich aber hin. Okay, dann greife ich es an und dann gehe ich zurück. So. Oh, dieser Axeman wieder. Vielleicht kann ich den Axeman so killen.
am besten. So. Standard-Isolierungskonverter. Ist das eine Ausrüstung? Ja. Oh. Ah, Ausrüstung, natürlich. Auch erst mein Gewicht. Ich mach, glaube ich, jetzt schon Petrol, ne? So, dann locken wir den her. Ja, hilft das? Alter! Ich lasse hier hoch rein. Das Ding ist, glaube ich, abgeklungen. Jetzt kann ich hier. Ey, das. Wenn ich nicht anvisiere, treffe ich, glaube ich, nicht. So, dann. Wie sehe ich ihn mal an? Ja, komm. So. Wurfzelle und Sternfragment. Ich habe jetzt wieder keine Heilung mehr, ne? Ja, der ist kacke. Löscht das Ergo-Fragment. Oh, diese unsichtbaren Mauern sind das miese Dinger, so. Ja, ein Hund. Aber habe ich meine Heilung wieder? Zwei Hunde, ne? Drei Hunde. Nee, 300 und ein normaler Gegner. Okay. So, die kann ich doch mal hoch, ne? Was haben wir hier? Wahrscheinlich so ein. Auch so ein Stärkungsfragment. Okay. Ja. Da ist noch ein Hund. Bestimmt ist hier irgendwo noch ein Gegner. Ein normaler Gegner. Ich bin erstmal nicht. Da hinten ist auf jeden Fall einer. Komm, wegstecken wir den mal. So. Schnell weg hier. Elektroschock. Nicht unter dem Elektroschock stehen. So. War so klar, dass ich, glaube ich, da jetzt was ausgelöst hätte mit dem Angriff. Oh! Lol. Hallo. Controller-Akku ist leer. So einfach geht das, so schnell. Also, naja. Ja, Spiel stoppt zum Glück. Zum Glück war ich nicht bei einem großen Gegner. So. Ja. So lange ist schon das Spiel. Krass Scheiß. Steckt am Mondstein. Ja, super, die ist auch los. Ah, lol. Ich kann dran vorbeilaufen, einfach so. Oder nicht? So, weg da. Ja, so einfach geht das, ne? Ich zock schon das Spiel so lange, dass mein Akku wieder leer war. Alter! Damit hätte ich sprechen müssen. Sternfragment. Solange die Gegner auch nicht von oben kommen, ist es mir egal. Okay, das habe ich jetzt auch. Das ist auch so eine Gasse, die kann ich wahrscheinlich nicht betreten. Boah, so ein kleines Astblatt oder was auch immer sein soll. So ein Gebüsch blockt einfach meinen Weg ab. Ist das mies. Shortcut? Nicht von der Seite. Können wir wieder nach oben wollen. Jetzt hören wir gerade ein, ich habe jetzt keine Heilung für den Fetti, ne? Läuft wieder da hängt, ey. Soll ich das Risiko eingehen? Ja, komm, scheiß drauf. Ich habe leider kein Wurfmesser, sonst hätte ich ihn jetzt runtergeschossen. Habe ich ja verschwendet an diese komischen Gegner. So. Lass mal sehen.
Patty kommt wahrscheinlich nur erst, wenn ich jetzt runtergehe, kann es sein. Komm doch. Ich werde jetzt so machen, ich werde ihn locken. So, dass er jetzt, so dass ich nach oben klettern kann, so. Hat jetzt nicht so krass funktioniert, wie ich gedacht habe, das kann wahr sein. Ja, scheiß die Wand an. Na ja, gut, ich werde wahrscheinlich wieder sterben jetzt gegen den Typen, ja. So, schleichen und blitzen. So. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich muss gegen den kämpfen, quasi. So. Ja. Das wird nichts. Jetzt so Pimmelleben, ey. Noch einen Schlag kann ich mich wieder hochholen. Ja, es hat geklappt. Okay. Muss ich aufpassen. Okay, das war jetzt unachtsam. Aber nur einen Schlag hat er mir gegeben. Hätte ich jetzt nutzen. Das wird nichts. Das wird echt nichts. Er wird mich so picken mit dem nächsten Schlag. Ja, das war der nächste Schlag. Fuck. Fuck. Ah, Mama, bitte, das ist doch schon fies von den Gegnern, bitte, 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 bitte. Oh, scheiße, die Wandern. Nee, 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 du. Gewicht verwalten. Wenn das Gewicht eine ausgerüsteten Klasse und Dings, okay. Ja, das können wir schon alles. Ich will meine Seelen haben. Backsteppen. Backsteppen mehr Seelen gibt? Ist das Ergo? Leute, hat nichts gegeben. Ah, jetzt. Am besten dann hier so wenig Leben verlieren wie möglich, damit ich unten dann keine Probleme habe. Das Gute ist ja, dass ich eigentlich mit einem Heiltrank das gut überlegt habe eigentlich gegen den Typen. Das Schmetterling ist, glaube ich, tot. Also nochmal kann ich ihn jetzt nicht mehr verwenden. So, dann killen wir den Mongo jetzt. Und mit einem habe ich auf jeden Fall besser gekämpft halt, ne? War auch knapp gewesen. Wenn ich jetzt drei habe, dann habe ich noch dreimal die Chance, ihn zu killen. So. Na komm. Da habe ich auch keine Wurfträge mehr. Weil ich das Fehler mache, ne? Erst richtig. Ich einen Blitzschaden hätte machen sollen. Also so ein Blitzding da benutzen sollen. Nicht so, Junge. Okay, das trifft der komischerweise immer. Eigentlich meine eigene Schuld, ne? Weil. Ich muss immer achten, dass er als mich als erstes angreift, ey. Ja, super. Oh mein Gott, Junge, Junge. Alter, was ist das denn? Jetzt reißt doch. So.
Okay. Oh, ich hab sein Dings zerbrochen. Nee, nee. Nein. So, nochmal. Jetzt aufpassen. Aufpassen, sag ich schon, dann krieg ich den Treffer ab. So. Jetzt schauen wir noch das zu wenden. So. Das darf nicht wahr sein. Er hat noch einen Schlag gebrochen. Oh mein Gott, ich bin so schlecht in solchen Spielen. Oh. Egal. Weiter geht's hier. Weiter geht's. Immer weiter. Irgendwann schaffe ich den auch. Sollte jetzt nicht so schwieriger sein als der erste Boss, ey. Aber, bevor ich den jetzt mache, lass auch nochmal kurz mein Inventar bearbeiten. Weil ich glaube, gegen den würde so ein Blitzangriff schon gut Damage machen. Das hier. Ja, wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, was schon in den Kommentaren stehen wird. Sowas wie, boah, du bist voll der Noob in solchen Spielen, boah, du bist so kacke, das ist doch voll das leichte Souls-like-Game, was es überhaupt auf dem Markt momentan gibt. Kann man sich von solchen Gegnern abschlachten lassen, so leicht? Was ein Noob. Geh dich vergraben oder so ähnlich, ne? Quasi wie damals bei Souls 1, bei Dark Souls 1. Ja, da hab ich auch so einen Kommentar gelesen, da muss ich schon schmunzeln, weil ich mir dachte, so, ja, genau. Er hat zwar den Kommentar später gelöscht, aber ne. So. Jetzt durchsprinten einfach. Muss den Blitzklinge bereit. Vielleicht noch mein Ergo auffüllen. Mein Ergo, meine Geheimtechnik hier. Oder was es sein soll. So. Von der Frau haben wir angenommen, ne? Ich könnte das nochmal machen. Oh, jetzt habe ich einfach den Teilträger verschwendet. Ich wollte das hören. So. So. So aggressiv. Ja, komm, das könnte auch für den Distanzangriff nutzen, ne? Ah, okay, davon habe ich nicht mehr viel. So. Muss ich aufpassen. Das war mal wieder so. Klar, ne? Dass ich sage, ich muss jetzt aufpassen und dann kommt sowas. Alter. Warum bin ich nur so kacke? Warum bin ich so kacke einfach? Ich bin so kacke, ich bin so schlecht. Ich bin so mega kacke, ey. So kacke einfach. Mann. Das ist eigentlich habe ich sogar die bessere Chance jetzt gehabt, ne, den zu killen. Warte mal, ich könnte ja mal Folgendes machen, ne, weil ich ja jetzt mich gerade selber daran erinnert habe. So, wo ist das nochmal? Das hier. Ja, dann kann ich das auffüllen, ne, und dann kann ich das mehrmals machen, wenn ich von Distanz angreife. Das sind Kanonenfutter. Die sind nicht die schwierigen. Das Schwierige ist da unten. Aber eigentlich ist es ja auch nicht schwierig. Ich stelle mich nur doof an. Ich stelle mich einfach nur doof an.
eigentlich ist der locker leicht. Ich könnte ihn so easy killen, ne? Oder sagen wir mal, gute Souls-Spieler können den easy killen. Aber ich stelle mich wirklich so doof an. Eigentlich, wie gesagt, der kann eigentlich nichts. So, nur ich bin scheiße. So. Dann mal runter hier. Also Blitzschaden hat mir eigentlich jetzt nichts mit dem Typen gebracht. So. So. Ja, ich könnte mal trotzdem ein bisschen verwenden. Schlag, komme ich dann näher? Kann nicht wahr sein, dass der erst angegriffen wird. Der greift erst an, wenn ich da wirklich angegriffen habe. Na gut, Strom hat guten Schaden gemacht eigentlich. Ne? Okay, Ausdauer aufladen. Ich darf mich nicht davon treffen lassen. Eigentlich habe ich schon nichts treffen lassen. Ne? Ausdauerfüllen. So, kurz mal schnell heilen, ne? Weil der braucht nicht mehr viele Schläge. So, haha. Alter, das war ein heftiger Kampf. Waffe wechseln. Ich hab ja nichts. So. Ich muss jetzt das mal ausrüsten. Jüngtyp, stumpfe Waffe. Kann zerlegt werden. Nee. Nee, brauch ich nicht. Außerdem würde ich jetzt mich. Leute, ich bin jetzt schon etwas schwer. Aber gut, solange ich nicht so eine heftige Fettrolle mache, ist alles okay. So, zerrissene Kristallei, es juckt. Es juckt. Zieht man die Haut ab, sieht man blaues Blut. Sieht man blaues Blut. Blut, Blut. Hübscher Kokon. Blauer Engel. Freudiger Appetit. Blauer Tod. Was für ein Festmahl. Oh, Tod. Was? Tod, Tod und Tod. Ich lebe. Es juckt. Was eine Notiz, ey. Oh mein Gott. Jetzt hab ich Schwerter. So, ist das ein heftiger Gegner? Ja. Oh, oder nicht? So. Aber die haben Schwerter jetzt. Hier geht's an Rad. Ah, Shortcut. So. Gut. Heißt einfach die Leiter runter von hier aus und. Alter, du bist erschrocken. Lol, was? Der hat das da ausgewichen? Oder habe ich einfach nicht getroffen? Ich glaube, ich habe einfach nicht getroffen. So, weil die Tür aufgegangen ist, glaube ich, dass hier irgendwas ist. Der Fahrstuhl. Aha. Kann ich durchlaufen eigentlich? Ah, nee, ich muss das mal hochlaufen. Ja, super. Aber ich kann meine Dinger auffüllen, ne? Lol. Ach, guck mal. Sag dich doch, das ist der Fahrstuhl zu dem Typen hier. Dann kann ich mal hier.
meine komischen Dinge auffüllen. So. Dann gehen wir weiter. Es ist eine extrem lange Demo, ey. Das ist so krass einfach. Hab ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Ah, der Typ mit der Klinge ist wieder da. Kann ich hier backsteppen? Okay, nevermind. Beide hab ich gesehen. Aber der eine hab ich gesehen. So, dann die von mir. Hat die Wurzreinigungsampulle. Irgendwann sagt mir, dass hier was ist. Oder dass hier was kommt. Oder auch nicht, okay. Perfekt. Boss-Area. Da hinten ist auf jeden Fall ein heftiger Gegner zu sehen. Mit einem Schwert. Der weiß, wo Geppetto ist. Alle Puppen werden zerstört. Sag nicht, das ist Geppetto. Ich glaube nicht, das ist Geppetto. Das ist eine Puppe. Come out, Geppetto! You've got a lot to answer for! Ich glaube, es ist ein Boss. You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father! Verrückter Esel. Lol. You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! Ja, das ist mir schon. Bosskampf. So. Okay. Alter. So nicht, Junge. So. Ja, wahrscheinlich auch eine zweite Phase, kann es sein. Oh Leute, er ist ausgewichen. Böse. Ah, Gott. Keine Heilung mehr. Muss ich aufpassen. Gut. Ich glaube, den Eselkampf überlebe ich nicht. Nee, solange der mir auch so viel Damage macht mit dem Schlag. I'll kill you both, then string you. This time it's destroyed for sure. Scheiße. Ja, ich habe auch leider nicht mehr so viel Leben gehabt. Aber gut, ich könnte. Ah nee, ich muss. Oh nee, das ist so doof. Ich hätte vorher gehen sollen zurück. Na, no, jetzt muss ich erstmal die Seelen holen, bevor ich jetzt das Areal verlassen kann, um zu leveln. Fuck. Ja, super. Hätte jetzt leveln gehen sollen, hätte ich, wollte ich sagen. Und dann hätte ich jetzt wahrscheinlich mehr Schaden an dem Team gemacht und mehr ausgehalten. Ja. Also auf solche Ideen komme ich natürlich erst, wenn der Kampf stattfindet, ne? Dann gelaufe ich mal an den vorbei erstmal. Wo liegen meine Seelen? Leute, die kommen bis zum Bossraum durch. Ey, das ist doch fies! Kann nicht sein, oder? Oh, liegen meine Seelen. So.
Und ich bin mal schnell, ne? Dann kann ich mal kurz reisen und meine Seelen ausgeben, um mal zu leveln. Und dann eventuell halte ich auch mehr gegen den Typen aus. Und ich wette mit euch, das ist der letzte Kampf, den ich mache in diesem Areal. Und dann ist die Demo vorbei. Eh reizen, daher kann ich mich nicht ein bisschen treffen lassen. So. Gut, ab nach oben. Naja. Falsche Richtung. So. Und Stargazer nutzen. Und wir gehen zurück zu Hotel Krat. Ja. Voll lange Demo, leck mich am Arsch. Also wirklich krass. Ja, habe ich jetzt wirklich nicht erwartet, ne? 2 Stunden dieser Demo. Ja gut, ich muss auch sagen, lange habe ich an diesem komischen Bob gesessen, ne? Das war auch meine eigene Schuld. Ich glaube, mindestens 10 Minuten habe ich an diesem Bob verschwendet, oder 20. 10 bis 20 Minuten, sagen wir mal so. Gut, Sophia, ich muss leveln. I'll use my power. Stufenaufstieg. Sie hört sich aber auch richtig krass an, wie die Frau von... Ja gut, das sag ich lieber nicht. So, einmal Gesundheit. So. Nochmal auf Stärke. Ja, komm, scheiß drauf. So. Oh, noch 100 haben mir gefehlt. Ja komm, dann verkaufe ich mal schnell. Bei dem Typen hier meine Seelen. Die ich gesammelt habe. Nein, jetzt habe ich Heilung genutzt. Ich krieg neue, wenn ich Dings betrete, hoffentlich. So, was haben wir hier? Hier 300, verkaufen. Ja, auch verkaufen. Was verkaufen? Bossseele nicht verkaufen. Das war's, glaube ich, ne? Ja. Gut. Kann ich denn eigentlich... Geppetto macht wahrscheinlich die Bosswaffen, hundertprozentig. Deswegen muss ich ihn erst noch finden. Erreden. So. Kann ich noch ein Level machen? 2 Level sogar. Na gut, dann machen wir auf Gesundheit. Und Kraft. Ja, so. Gut. Dann können wir jetzt wieder reisen. Zum Stargazer teleportieren. Haus, ja. So, jetzt sollten wir gegen diesen komischen Typen da auf jeden Fall mehr aushalten. Hoffentlich. Überhitzung erhöht den Feuerschaden, den sowohl dein Charakter als auch Monster leiden und fügt kontinuierlich Feuerschaden zu. Ja, leider habe ich keinen Feuerschaden mehr übrig, kann es sein. So, ich habe keine von diesen Wurftränken mehr. Das ist nicht so schlimm. Dann gehen wir erstmal runter. So. Können wir währenddessen ja gucken, was ich hier noch so Schönes habe. Bisschen Fähigkeit, Farbe, Ladung. Alles, was ich brauche. Ah, ne, oh mein Gott. Ah, okay, die seltene Ego. Den seltenen Ergo wollte ich eh nicht nutzen. So. Oh. Oh mein Gott, super toll, ey. Und diesen Penner, jetzt kann ich schon wieder hochgehen und mich heilen, ey. Ich renne einfach durch das nächste Mal. Scheiße, Mann. Ich renne einfach durch jetzt. Dann ziehe ich zumindest nur einen von den Bobbys, oder? Ja, ist so doof wieder mal. Was ist denn eigentlich hier? Nein, nicht kaufen. Nur den Dinger, ne? Also, ja, okay, brauche ich nicht. So. Ich denke gerade nach, wo ich meine Legionswaffe wechsle. Zum Faustschlag. Na komm, scheiß drauf. So.
Jetzt kann ich wieder runter. Dann laufe ich jetzt durch. Ignoriere jetzt die Gegner, die jetzt auch da sind, ne? Und wenn einer mir der folgt, ne, dann werde ich einfach killen, so einfach ist das. So. Schauen wir mal, wer mir der folgt von dem. Nur der, okay. Na gut, dann machen wir den weg, ne? Ja. Erstmal geben wir noch schön Schaden mit. Super toll, Alter. Kann ich auch gleich wieder hochheilen gegen diesen Mongo. So. Erstmal hier. Nein, die Minis-Grille wollte ich jetzt nicht nutzen. So, Schleifstein. Perfekt. Los geht's. You can't sneak past me! Die! Stimmt, du als erstes. Okay, da die Angriffe kann ich nicht unterbrechen von dem. Okay, ist auch gut gesessen. Ja, jetzt frisst du, oder? Junge, jetzt frisst du. Jetzt frisst ich auch, aber. I'll kill you both, then string you up on the bridge. Ja, okay. Leute, er hat es zweimal unterbrochen, ernsthaft? Na, komm, Himmel, Alter. Oh Gott. So. Okay, das darf er nicht treffen. Nein, dass ich das getroffen habe. Hätte ich das getroffen, hätte er, glaube ich, wahrscheinlich nichts mehr gehabt. Ah, Gott. Darf ich nicht Fehler machen. Ja, komm. Fuck. Oh. Jetzt hab ich noch eine Chance. Ah, perfekt. Okay, tot. Nice. Wie sieht Geppetto aus? Jetzt bin ich mal gespannt. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Boah, krass, die maximale Anzahl an Pulszellen Nutzung Mund erhöht. Boah, was hab ich alles bekommen, ne? Kleidung wahrscheinlich. Hä? Wo war das gewesen, ja? Eselskopf. Nice.
So. Hier habe ich nichts, glaube ich. Habe ich eine Waffe bekommen? Ah, okay, stimmt. Ich habe ja nur den Knüppel. So, Amulett. Ringe. Das habe ich auch schon gehabt. Das habe ich auch schon. Okay. Gut. I want to hear all about your use the stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the friends. We'll catch up at hotel. Okay, so weitergehen. Und wir treffen den dann im Hotel Kraft. Oder Krat. Krat heißt es ja. So. What? Die Demo ist immer noch vorbei. Jetzt hab ich hier die Vollversion. So, about that weapon assembly tool you were talking about. Yeah. If you find any more weapons, let's try using them here. Okay. Ja, weiter geht's hier, würde ich mal sagen, ne? Weiter geht's. Die Demo ist nicht vorbei. Ist nicht. Ja, ne, von der anderen Seite geht's auf. Mal wieder. Alter, das ist wahrscheinlich die längste Demo, die ich jemals gespielt habe. Einfach 2 Stunden, ne? Kurz auf den Scheißabstand gehen. So. Alter, das kann nicht sein, ey. Diese Dinger killen mich so krass, ey. Diese Ritter. So. Und wo kamen die anderen beiden her? So, wieder Witz. Los. Oh, nee. Wenn hier so schön ist, ein Sternfragment. Das habe ich versperrt. Oh, oh, oh. Was haben wir hier? Na komm, lauf dagegen. Jawohl, werd gerestet, Bitch. Weg jetzt endlich. So. Okay. Da geht's lang und da geht's auch lang. Gehen wir erstmal hier hin. Wahrscheinlich ist das hier der Shortcut, kann es sein. Ja. Oh mein Gott, was mit dem denn passiert? Gut, dann haben wir den Shortcut. Also öffnen wir den Shortcut. Wahrscheinlich damit ich dann hier Gegner unten ignorieren kann. Ich sterbe. Okay. Genau, oh, doch hier ein Gegner. Da sind sogar vor uns ganz. Nur 2 von denen sogar. Der Hund ist noch da. Ah, komm. Hast du mich noch getroffen, hast du? Bullshit. Oh, das ist ein Riesengegner. Ja, super. Na ja, gut, dann nehmen wir den mal auf, ne? So. Boah, ich hab mich von solchen Dingern nicht treffen lassen. Jawohl, der war definitiv einfacher als dieser komische Polizeiknüppel-Bob da. Aber jetzt hab ich das Problem. Oh oh. Ja, müssen wir wohl, ne? Fahrtnachrichten, Ausgabe 1124.
Der Mission von Mr. Venigny, eine lebendige Polizeimaskottchenpuppe für das Rathaus anzufertigen, scheiterte. Sein Wunsch, einen vertrauenswürdigen Freund für die Betrüger und einen starken Polizisten zu erschaffen, der Kriminelle überwältigt, ging zwar in die richtige Richtung, erwies sich aber als übertrieben. Der überladene Akku der neuen Polizistenpuppe überschritt seine Kapazität, was Kettenexplosionen, Fehlfunktionen und schwere Körperverletzungen zur Folge hatte. Der Stadtrat schlug vor, die Puppe mit der Begründung zu entsorgen, dass ihr Aussehen die Besucher einschüchtert, aber Herr Venigny und die Steuerzahler protestierten und verhinderten den Plan des Stadtrats. Bis heute liegt die Puppe verlassen hinter dem Rathaus, während der Rechtsstreit noch offen ist. Das Interessante hierbei ist, dass die Puppe selbst dann, wenn sie unaufsichtig ist, einige ihrer Maskottchenrollen ausführt. Sie ist besonders bei Kindern beliebt und scheint sogar auf das Spielen der Kinder zu reagieren. Das führte jedoch dazu, dass mehr Kinder aus den Slums ins Rathaus kamen, was den Besuchern Unannehmlichkeiten bereitete. Der Stadtrat erwägt, die Puppe nur noch gelegentlich einzusetzen, um den Zugang zu beschränken. Ja. Dann gehen wir mal kurz zurück, geben wir die Puppe ab, würde ich mal sagen, ne? Weil das hat die Frau noch verdient, zu wissen, was mit ihrem Kind passiert ist. Eventuell können wir nochmal reisen und uns aufleveln, damit wir hier ein bisschen stärker unterwegs sind. Das können wir auch nochmal tun. Boah, eigentlich hätte ich das sogar streamen können, ne? Solange wie die Demo geht. Waffen montieren. Oh. Du kannst Waffen über Eugenie im Hotel oder bei einem Stargäser montieren. Du kannst deine Waffe in Klinge und Griff aufteilen und zu neuen Waffen montieren, die zu deinem Kampfstil passen. Die Eigenschaften einer Waffe werden durch die Kombination aus Griff und Klinge bestimmt. Okay. Neue Waffenmontage. Das Großschwert. Was ist noch das hier? Schlagchance, absolute Verteidigung. Machen wir es Schlagchance. So. Montieren, wie wir das mal. Haben wir das nicht montiert gerade? Also ich muss erstmal noch. Ich muss das noch speichern wahrscheinlich, ne? So, Waffe montieren. Der Gegenstand ist bereits auf eine andere Waffe montiert. So. Gut. So, gehen wir nochmal schnell zum Hotel, ne? Ja. Dann nehmen wir erstmal und dann gehen wir zurück zu der Frau erstmal, ne? Wo ich noch die Puppe abgeben muss, also wo die das Kind noch sehen muss, ne? Boah, ich überlege gerade, ob ich dann jetzt hier Schluss mache oder wirklich die Demo bis zum Ende durchziehe. Eigentlich könnte sogar die Demo bis zum Ende durchziehen. Eigentlich macht es keinen Unterschied. Wir haben jetzt schon 2 Stunden 27. Es wird zwar lange dauern, bis ich das hochlade, aber ist ja nicht so schlimm. So. Ich würde leveln, ich Idiot. I'll use my power to... Stufenaufstieg. So. Holen wir Gesundheit und Schaden, ne? Ja. So. Gut, dann können wir wieder reisen. Nicht Hotel Krat, sondern zum Haus und Dings, ja. Leute, das zeigt sogar an, wo ich das abgeben kann. Boah, das ist eigentlich cool, ne? Da müssen wir nicht die ganze Zeit suchen. Sondern man weiß dann, okay, hier muss ich hin, ne, um die Puppe abzugeben und dann kann man da die Puppe abgeben. Das ist eigentlich cool gemacht. So sollten auch andere Souls-like-Spiele funktionieren. Nokias Nase, da, ich sehe es jetzt gerade erst. Der Ladebalken, voll cool. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig gemacht. Gut. Dann geben wir mal schnell die Puppe ab. Was ist meine Waffe? So. Pff, meine Waffe war einfach weg. So, wenn wir auch schnell hier ein paar Seelen ein, ne? Und dann gehen wir mal die Puppe abgeben. Geil, dein Angriff. Also dein Angriff hat sich auch verändert, ne? So. Wir müssen nach eben von mir aus zurückgehen. Machen wir dann erstmal noch den Weg frei. Damit hier nichts mehr passiert, wenn ich zurückkomme. So, und wo ist die Frau jetzt?
einfach hier runterrollen. So. You found her. Guide one. I could sense her from miles away. Oh nee. Please let me hold her. There, there, my baby. What do you think? Lol, das Kind ist also. Ich muss lügen, ne? That's right. Kind one. You granted me my only wish. My sweet Elena. We're going to be happy now. Thank you. Ja, ich hab einen Ring bekommen. Schließ deine Augen, tanz mit mir durch die Nacht, alles wird Dings. So. Ja, ich glaube, wir sollten ja lügen, ne? Ich glaube, hier ist es ja so, dass man lügen sollte. Ich habe nichts bekommen. Doch, ein Amulett wahrscheinlich auch nicht. Lol. Was habe ich denn bekommen? So, auch nicht. Hm. Ach, Material wahrscheinlich, ne? Oder? Ding habe ich bekommen, angeblich. Ah, ne, eine Schallplatte. Und eine Zeitschrift. Achso, die hat schon. Das war's? Mehr nicht? Okay. Ja, ich hab mehr bekommen. Alles klar, dann können wir immer wieder hoch, ne? So. Ja, gut. Ich glaube, man. Also, vielleicht, wenn man Platin oder so machen will in dem Spiel, ne? Also, wenn man auf Trophäen aus ist, muss man wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Entscheidung treffen. Aber ich glaube, fürs Erste hätte ich lügen sollen. Also, ich glaube, ich sollte lügen. Deswegen habe ich das auch jetzt gemacht. Weil ich glaube, die Frau hat ja auch nichts mehr gesehen. Sie hat ja gesagt, ihre Augen schuppen halt, ne? So, das heißt, sie hat jetzt nicht mehr, glaube ich, erkannt, ob das ihr echtes Kind ist oder eine Puppe. Deswegen war es ja immer egal, ob ich jetzt gelogen habe oder nicht. So, damit sie wenigstens gute Laune hat. So. Weiter geht's hier, würde ich mal sagen. Ne? Ich dachte jetzt, der letzte Kampf ist wirklich Geppetto, aber irgendwie geht's wohl weiter. Vielleicht, wie gesagt, es ist die Vollversion. Ich wollte gerade sagen, es ist wirklich ein bisschen Fehler. Also eine Vollversion wäre, ne? So, wir laufen jetzt einfach hier vorbei. Hier war, glaube ich, noch jemand, oder? Nee, okay. Ries ist jetzt auch tot. Gucken, ob ich an den Typen vorbeikomme, ohne dass er mich sieht. Nee, okay. Ich hasse es. Ich hasse es, dieses perfekte Blocken von denen. Ja. So. Scheiß Blockattacken von denen. Keine Ahnung, ja. Ja, komm, da greift doch an. Ja, okay. Große Fresse wieder gehabt und die Fresse passiert auch. Dafür. Was ist denn eine Art für Blutswiderstand am Bulle, ey? Das ist doch quasi wirklich gegen Bluten oder so. Leute, Riese lebt. Okay, da muss ich eh nicht mehr hin. Von daher scheiß ich mal drauf, ja. So. Da war ja nur wegen der Puppe gewesen, ne? Gut, den ersten. Pisser habe ich gekillt, ich wollte schon Ficker sagen, ne? Eigentlich muss man sich über Ficker oder Pisser sagen. Gut. Das. Ja, was haben wir hier so schönes? Da ist eine Kiste. Irgendwas sagt mir, dass, wenn ich jetzt die Kiste öffnen will, dass mich da was erwartet. Öffne mir einfach die Kiste, scheiß drauf. Dann machen wir die Kamera schnell, ne? Falls jemand uns das tun will. Ah, Geduld-Amulett. Noch ein Amulett bekommen. Was macht das? Erhöht die Ausdauer wieder. Ah, geil. Also Wiederherstellungsfähigkeit, ne? So. Gespenst. Benutze ein Sternfragment beim Rissruf neben dem Bossbereich, um ein Gespenst zu beschwören. Es wird deinem Charakter im Bosskampf helfen. Ist noch ein Bosskampf?
Okay. Du hast Sternfragment benutzt. Ja. Komm her, Gespenst. Achso, er ist schon drin. Okay. Ja, dann zum Bosskampf, ne? Das ist wohl der richtige Bosskampf, nicht der komische Eselskopf-Mongo da vorne. Oh mein Gott. Ist das die Puppe, von denen die geredet hatten? Mann, ist das creepy. Aha. Ich hab ein Gespenst, der mir jetzt auch helfen wird. Wo ist denn der Gespenst? Ach, da ist der Gespenst. So, weiche ich so lange aus, bis das Gespenst die Aufmerksamkeit bekommt. Komm, Gespenst, mach Schaden. Okay, ich schmeiß das jetzt auch ganz schnell. Heißt, ich kann das sagen. Ja, jetzt geht er wieder auf mich. Heißt, ich schmeiß damit Schaden machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich schmeiß das jetzt auch besser. Weich aber aus, du Bobby. Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Schnell rennen, bevor das Gespenst irgendwann stirbt. Ich schnell allein bin. Jetzt hab ich ein Problem. Und das Gespenst ist auch noch tot. Ich weiß, kann ich wahrscheinlich auch nicht heilen. Kann es sein? Oh oh. Jetzt ist das Gespenst tot. Ah, super toll. Hat ja viel gebracht. Der Gespenst. Dass er wieder so nach. Ja, okay, das hat nicht funktioniert, ganz. Alter, was ist das für eine Kombi, die er da rausreißt? Soll ich ihn eigentlich killen, ne? Jetzt mal eins, wie soll ich ihn denn killen? So. Okay, ich bin tot auf jeden Fall. Lol. Da ist er. Ja, ich weiß nicht, ob das Gespenst jetzt viel gebracht hat. Ausweichen konnte er auch nicht. Das ist halt voll doof gewesen. Aber ich glaube, ohne Gespenst wäre ich noch schneller tot gewesen. Ja, quasi muss ich jetzt durchsprinten. Was? Wenn du im Bossbereich stirbst, wenn du im Bossbereich... Ja, komm, das kennen wir auch schon. Ja, ja. Frage ist, sprint ich jetzt einfach durch? Aber kann ich nicht, ne? Ich versuch's einfach mal. Aber die machen so viel Damage, diese Pisser. Und da ist auch noch der Scheißer, ne? Oh, der Hund ist auch so eine Nerv-Dinge. So. Das doof ist, ich kann den jetzt nicht ausweichen, ne?
So. Putzreinigungsampulle, ob das... Das kann ich... Moment mal. Da habe ich eine Idee. Das kann ich auch eigentlich verwenden. Ich bin dann für die... seine Puppe erläutert. Aber so. So. Gut. Können wir nochmal einen von denen? Muss mich jetzt leider heilen, weil sonst krieg ich sofort auf die Fresse, wenn ich gegen den Boss kämpfe. Das kann nicht wahr sein. Okay, das hilft nichts. So, der hat das gar nicht beim Geist. Der Geist aber ist auch mega schwach, kann das sein? Also er weicht auch kaum aus, der Geist. Der Geist ist bald down, wenn er nicht da weggeht. Kann er sich überhaupt heilen? Frage des Jahres, ja. Der Blitz scheiße. Jetzt kann ich den Blitzwiderstand nehmen. Okay, wenn es so weitergeht, sind wir nicht mehr so. So. Okay, ich glaube, ich bin zu tot jetzt. Ich bin ohne Schwanz besser dran, kann es sein. Warum greifst du nicht an? So. Okay. Voll ins Gesicht. Ja, komm. Ja, wenn er mit da wieder schon, ja, schön wieder. Oh mein Gott. Ja, ich bin sowas in Tode. Oh, meine Waffe ist auch bald kaputt, ne? Ich frage mich, ob ich ohne das Gespenst mal kämpfen sollte. Was ich auch mal machen könnte, ist wieder mal leveln. Ja, ich habe ja auch das was. Ja, ich werde kurz das Amulett nehmen. So, weil damit ich dann schneller reisen kann, ohne dass die Gegner mich angreifen. So. Ich muss mal schnell meine Seelen ab und dann gehe ich mal kurz zum Hotel zurück. Schnell aufheben. So.
Was ist eine extrem lange Demo. Aber ich will den Boss noch machen. Ich glaube, das ist wirklich der letzte Boss und dann ist die Demo vorbei. Ich sag mit Ansage, wenn es nicht der letzte Boss ist, ne? Also wenn ich ihn erlegt habe und es nicht der letzte Boss ist, dann mache ich Feierabend. Also dann sage ich, das ist angespielt für jetzt. Vorbei ist erstmal. Weil wie gesagt, wir sind fast schon bei 3 Stunden. Es ist schon übel. Ich muss auch noch cutten, auch noch heute hochladen. Falls ich es heute schaffe. Wenn ich es heute schaffe, dann ist es in den nächsten Tagen auf jeden Fall da. So, Gesundheit leveln, ja. Wie viel brauche ich denn überhaupt noch für den nächsten Level ab? Oh, ach, ja. Aber ich habe, glaube ich, keine Dings mehr. Wisst ihr was, da es eh eine Demo ist, ne, zerstöre ich jetzt einfach mal hier. Ach, ich kann auch so benutzen, okay. So. Einfach mal verwenden, ne? Also die Boss-Seele, ne? Die brauche ich eh nicht mehr erstmal. So, kann ich ja schnell hier 2 Level-Ups machen. Hier 2 Level-Ups, so. Weil ich brauche unbedingt Stärke und so weiter gegen den nächsten Boss. Eventuell kann ich nochmal kurz gucken, ob ich wirklich Bullshit gemacht habe, ne? Aber wo ist denn Geppetto eigentlich? Erstmal zu der Frau hier. I know my way around. Waffe verbessern. Ja. Auch das können wir machen. Nicht genügend Materialien. Oh, nicht genügend Ergo, super. Dann kann ich kurz schnell was verkaufen, dann Waffe weiter leveln. Welcome. Ja, verkaufen. Laber mich nicht voll. So. Gut. Können wir mal kurz mal Geppetto da suchen und mal gucken, ob man bei dem die Bosswaffe machen konnte. So. Kann ich die Dings Level eigentlich schnell verstehen? Weg der Mondschein brauche ich dafür. Dann gucken wir mal. Na, wo könnte Geppetto sein? Vielleicht oben? Ist er nicht. Ah, komm. Wir gehen einfach weiter. Ich glaube, Geppetto, egal was Geppetto für uns hat, ne, ich glaube, wir werden eh nichts mehr machen können dafür. Also bei ihm meine ich, ne, wir haben nicht genug Ergo, ne, und das heißt, wir können einfach nur noch den Boss machen. Das heißt, versuchen den Boss zu machen, ne, und dann, ja. Und dann soll die Demo auch vorbei sein. Ich werde nochmal aber unseren Seelengeist beschwören. Mal gucken, ob das wirklich was bringt. Ansonsten, wenn ich jetzt wieder sterbe, dann werde ich auf jeden Fall keinen aktivieren. Hm. Ich bin dadurch seine Gesundheit extrem erhöht, deswegen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass er auch clever ist, ne? Aber der ist auch voll kacke, der Seelen-Ding da, ne? Also er heilt sich kaum, sagen wir mal so. Und blockt auch nicht oder weicht aus oder so. Gut, gehen wir weiter. Ah, warte, das war nochmal hier. Widerstand. Erhöht vorübergehend, ja. Lauf einfach durch. Scheiß auf die Gegner. Ich glaube, die kommen nicht bis zum Boss raum. So. Oh mein Gott. Jetzt habe ich einen von diesen Dingern verschwendet, weil ich unbedingt das schnell machen wollte. Oh Mann, mit den Tasten komme ich immer noch nicht klar. Das ist so liebe. Ah, ich habe die Waffe jetzt quasi gebufft. Schaden schon mal nicht schlecht.
der meinen Geist bald zurückwerfen soll. Ich will nicht ausweichen. Oh oh. So, ausweichen. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter! Ist das ein Witz, oder? So. Und schnell mein. Okay, der Geist ist tot. Jetzt bin ich auch nicht geil eingestellt. Ich hätte ausweichen sollen. Fuck. Wie treffen den macht er denn? Übel einfach nur. Jetzt wieder mal ein Klärer von mir. Okay. Da habe ich den Elektroschock ausgewischen. Ach Gott, damn, Alter. Fuck off. Ey, das Ding kann ich irgendwie nicht ausweichen, also so ein Windschlag, ne? Ah, ich bin schon wieder tot. Ich versuche mal hier das einmal ohne diese Frau jetzt, mal schauen, was das bringt. Ob ich vielleicht mehr Schaden mache und der dann noch schneller drauf geht. Vielleicht ist er ohne Geist besser. Wer weiß, wie gesagt, ich teste das jetzt mal aus. Doof, ne? Na gut. Haben wir schon dann. Seele brauche ich jetzt auch nicht einzusammeln, ich renne jetzt einfach durch. Ich habe keinen Bock auf diese komischen Gegner, ne? Deswegen renne ich jetzt einfach wirklich durch. Außerdem sollen die auch keinen Schaden machen, ich brauche all den Schaden gegen den Boss. So, machen wir einmal ohne, weil dann werde ich gucken, ob ich jetzt hier besser dran bin ohne sie. Gut. Na gut, Schaden ist jetzt auch nicht so gelernt. Auch nicht hier ohne sie. Ey, dass er mich da trifft immer! Das kann doch schwer sein! Das kann schwer sein. Oh mein Gott. Okay, ich hol die Frau. Mensch, was? Ich hol sie jetzt. Kann nicht sein. Es kann echt nicht sein. Es ist schwer, solche Spiele machen mich wahnsinnig, ey. Solche Spiele machen mich wahnsinnig. Jetzt gerade habe ich jetzt wirklich. Das war jetzt wirklich Bullshit, ey. Dass er mich jetzt damit so oft getroffen hat, wie naja. So, einfach durchsprinten wieder. Die verfolgen mich quasi nicht, bis ich. Also ich folge mich einfach nicht, so einfach aus. So. Ab hier lassen sie von mir ab. Gut. Und rein. So.
Oh Gott. Gucken wir mal auf, also den Becher mal auf. Aua. Er hat uns gerade beide getroffen. Geht auch nicht. Ey, dass er mich schon mal damit trifft. Das kann nicht sein. Also, wir können ja schauen. Wieder beide getroffen. Was ist denn? So, jetzt geht er wieder aufs Leben. Dass er die ganze Zeit auf sie geht, ne? Weil ich brauch sie ja noch. Genau deswegen. Aber jetzt hab ich zu viel davon verwendet. Jetzt ist sie tot. Ey, das hat mich aber damit trifft. Das ist so Bullshit. Soll ich denn das denn ausweichen, ey, wenn er das jedes Mal trifft? Gott, hat der jetzt ernsthaft damit. Noch keine Heilung mehr, ne? Ja, ich glaube, ich werde das nicht überleben. So viel Leben, wie der noch hat. Guck mal, der regeneriert sich auch wieder, ne? Das fuckt gerade so ab. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, das fuckt mich gerade echt ab. Die Frau ist irgendwie komischerweise unnütz. Also irgendwie, also diese Geistkacke, ne? Ich weiß nicht warum, die ist voll unnütz. Alleine, aber ist auch zu krass. Allein ist auch zu krass, aber wenn ich die Frau hole, ist dann noch krasser. Ich mach zwar mehr Schaden, ne? Aber die Frau heilt sich ja auch nicht. Die heilt sich null. Da kann man nichts machen. Die Frau heilt sich einfach nicht. Wenn die Frau sich wenigstens heilen würde, dann hätte ich schon mal eine Chance. Aber die blockt nicht, die heilt nicht, die lässt sich von denen zu leicht treffen. Das Einzige, was ich wirklich machen kann, ist einfach mit der Kopf durch die Wand halt, ne? Mit dem Kopf durch die Wand, Mensch. Ja. Ja, so oft kann ich jetzt diese komische Frau jetzt auch nicht mehr einsetzen, ne? Ja, weiter. So. Ich wieder warten, dass der da die Aufmerksamkeit nicht auf mich hat. So. Hätte ich auch Ausdauer ein bisschen leveln sollen, ne? Wenn ich mir Schläge geben konnte. Vielleicht habe ich auch scheiße gelevelt, könnte auch sein. Mit dem trifft er mich immer. Das ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das ausweichen soll, ey. Jetzt geht er wieder auf die Frau. Den Geist.
verarschte. Ich dachte, jetzt geht er auf sie, ey. Oh mein Gott, wir haben so viel Schaden gemacht, ey. Und jetzt hat er sich schon verwandelt, ey. Oh, Leute, da hat er mich nicht getroffen. Oh mein Gott. Warum habt ihr auch den Verkehr auf mich? Ja, aber nicht mit deiner Mega-Attacke. Fixer. Ja. Und jetzt tut er mich nämlich tot. Nein. LOL! Hat die Frau einfach gegriffen, ey. Länger überlebt als vorher. Aber ich werde es auch nicht mehr überleben. Nee. Nee, jetzt bist du. Ich will den Boss eigentlich unbedingt machen, ne? Aber ich will auch nicht auf über 3 Stunden kommen. Obwohl eigentlich das, glaube ich, jetzt zu spät ist, ne? Ja, es ist zu spät auf jeden Fall. Weil für so ein Angespielt ist es schon extrem lange. Aber irgendwie, ich schaff den Boss irgendwie auch nicht. Entweder habe ich jetzt falsch geskillt. Oder irgendwie, ich weiß nicht, was der Fehler ist. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich diesen Boss falsch. Ich weiß aber nicht was. Ich kann nochmal die Frau rufen, ne? Aber das ist das Problem. Diese Frau hält nichts aus. Aber wenn ich sie auch nicht benutze, dann komme ich auch nicht weiter gegen den Boss irgendwie. Weil der Boss ist sehr aggressiv. Und der hat auch seine Kombis, ne? Mit denen er mich da platt macht irgendwie. Wahrscheinlich hätte ich Feuerschaden oder so gebraucht, um die Typen. Da habe ich seinen Angriff unterbrochen. Nein, auf den geht er auch nicht. Ich greife auch nebenbei an. So die ganze Zeit ausweichen bringt ja auch nichts. Würde ich ja trotzdem. So. Ich weiß nicht, wie ich diesen Angriff ausweichen soll. Ey, er hat die schon wieder gegriffen. Er hat die einfach schon wieder gegriffen. Auf sie, nicht gut. Hier muss ich jetzt um. Ey, ich raste aus, Alter. Oh, ich frag mich, warum, Alter. Die hat sich jetzt 3. Mal oder so greifen lassen von dem gerade mal. Oder 2 Mal, keine Ahnung. Boah, gleich stehe ich kurz davor zu sagen, weißt du was, wisst ihr was, das war's mit der Demo. Das war ohne Spaß. Entweder habe ich wirklich zu falsch geskillt oder der Boss einfach zu unfair für den Anfang. Ja, es könnte auch sein, dass ich falsch geskillt habe, es kann auch sein.
Ich habe auch komischerweise eine kleine. Ich werde mal ohne die Frau jetzt mal kämpfen. Mal gucken, was es bringt. Ich werde einfach mal ohne diese Frau kämpfen. Vielleicht kriege ich voll auf die Fresse wieder. Am Anfang war es ja nicht so schlimm. Ich will einfach mal austesten, ob es ohne die Frau besser läuft. Ah, das ist das Problem. Ich glaube eher nicht. So, weil die Frau ist ja. Die Frau ist ja halt wirklich so. Die macht ja irgendwie. So, die lenkt ja die Aufmerksamkeit auf sich halt, ne? So, der Typ macht ja keine Pause mehr seiner Attacken. Ja, ich wüsste, ich muss, glaube ich, bei diesem Angriff voll nach hinten gehen. Überleben, weil ich jetzt schon zwei Heilungen gebraucht habe. Da trifft er mich immer. Es ist so krass einfach. Perfekt ausweichen soll. Muss ich da nach rechts ausweichen vielleicht? Alter, muss man beispielsweise so antworten, das ist auch lächerlich. Zur Heilung, aber das war's auch wieder mit mir, ne? Ey, das kann nicht sein! Ja, natürlich hänge ich unter ihm fest, ne? Dass ich auch nicht mehr ausweichen kann. Alter, ohne Spaß. Ich kann auch nicht irgendwie leveln, das ist das Problem. Ich kann auch nicht leveln. Entweder farm ich jetzt hier mich zu Tode bei diesen kleinen Gegnern jetzt, ne? Die da hier rumlaufen. Oder ich muss einfach das. Ich versuch's einfach nochmal jetzt. Und dann, wenn es nicht klappt, muss ich meine Aufnahmeunterbrechung machen, ne? Muss hier mal ein bisschen verarmen, ne? Damit ich ein bisschen Seelen bekomme. Sodass ich wieder leveln kann. Und dann werde ich erstmal auf Ausdauer gehen. Oder auf Gesundheit vielleicht noch, ne? Aber ich werde auf jeden Fall. Da auch mal eine Aufnahmeunterbrechung machen, ne? Weil ich dann wirklich leveln muss, eventuell gegen diesen Boss. Weil ich schaffe den einfach nicht so. Das ist so krass. So, und wie die Frau. Und rein. So, lass ich mal erstmal die Frau angreifen, ne? Nein, 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 nein. Ah, guck mal.
Oh oh. Oh oh, glitschert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so check. Schau, das ist super. Ey, das kann nicht sein, diese Attacken, dieses Ding. Nicht ausweichbar oder so. Keine Ahnung, was das sein soll. Alter, das... Ich mach jetzt kurz eine Dings-Aufnahmepause. Ich werde jetzt farmen, ey, ohne Spaß. Fuck mich das ab, ey. Ja, bis gleich, ne? So, da bin ich wieder. Und ja, ich habe jetzt ein paar Level gemacht. Um genau zu sein, 3. Und ich werde jetzt auch so machen, dass ich, wenn... wenn jetzt... Ich werde jetzt nicht den Boss versuchen, unnormal lange down zu machen. Also ich gebe jetzt dem Boss 3 Versuche, würde ich mal sagen. Ne? Wenn ich jetzt in den 3 Versuchen jetzt den Boss nicht gemacht habe, dann war es das erstmal mit der Demo. Ne? Das ist ja kein Let's Play, das ist nur eine Demo. Ne? So. Ist zwar schade, wenn ich den Boss nicht schläge, aber mein Gott, ich muss die Demo ja auch noch schneiden. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Und muss es auch noch hochladen. Also ich werde definitiv es nicht schaffen, am gleichen Tag heute es hochzuladen, sondern wahrscheinlich kommt es etwas später, weil noch andere Projekte hochgeladen werden müssen. So, und da kann ich jetzt nicht dieses Spiel vorziehen halt, ne, so. Klar, es ist zwar schade, ne, weil heute kam die Demo raus, heute muss ich auch gezockt werden, aber naja, gut, kann man jetzt schneller, ne. So. Ich will auch nicht gehen und trifft die hässige Jägerin, ne. Ah genau, ich habe jetzt auf Ausdauer gelevelt und auf Schaden und... Ne, Schaden habe ich gar nicht, nur auf Gesundheit und Ausdauer. Ah, ich habe sogar mehr Angriffe ausgehängt. Ja, die ist auch schon gleich wieder tot, ne? Mal wieder. Also auch das regeneriert, ne? Dass er quasi wieder genauso stark sein kann wie vorher auch. Ja, hat sich schon wieder greifen lassen, aber sehr gut, Mädel. Komm, hol dich mal lieber, ne? Tot. Nicht gut. Sit down. Ich habe auch noch einen von den Dingern. Und sterbe auch gleich wieder. Komm, ein Schlag noch. Jawohl. Jawohl. Oh mein Gott. Oh, bin ich froh. Jetzt bin ich froh. Ja, jetzt bin ich froh. Dreimal aufleveln.
musste ich damit, denke ich, der Boss weg ist. So, wenigstens Reiseführer. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Krat, die Fabrik wurde von den Puppen besetzt. Was auch immer die Ursache ist, verantwortlich dafür ist die Firma Venigni. Ich, Lorenzini Venigni, ziehe allein los, um diese Teufels aufzuhalten. Die Fabrik ist zurzeit sehr gefährlich. Halten Sie sich von ihr fern und bleiben Sie in Sicherheit. Den Rest überlasse ich Mr. Geppetto, dem ich mehr als jedem anderen vertraue. Gott sei unser aller gnädig. Grüße, Lorenzini Venigni. Gut. Ist nichts. Ich dann hier weiter. Aber ich bin gerade ein bisschen froh, dass ich den Boss gemacht habe, ne? So. Meine Ausdauer wurde tatsächlich. Meine Geduld wurde belohnt. Ja. Aber ich bin auch gerade ein großes Risiko gegangen. Ich hätte jetzt auch nochmal ausweichen können, ne? Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich denke, wir sind hier, Pal. Back to the Hotel. Was? Ist er zum Hotel zurück? So. Ab zum Hotel. Alter, ich dachte jetzt gerade, es ist ein Freeze. Ich wollte schon jetzt ausrasten. So, Hotel Stargazer. Ich war kurz davor, jetzt wütend zu werden, weil ich dachte, jetzt habe ich einen Freeze. Das war knapp, ey. Ja, ja. Ja. Es ist trotzdem, also trotz allem, dass ich jetzt gerade wirklich wütend wurde, ne, finde ich das Spiel immer noch gut. Also es ist auf jeden Fall, also es ist ein Blick wert. Es ist jetzt nicht schon übertrieben krass, wie ich es jetzt von anderen Spielen halte, gedacht habe. Aber es ist trotzdem okay. So, ich soll wahrscheinlich das Geppetto suchen. Ich rede erstmal mit der. You saved Geppetto. Wonderful. He is on the second floor. He can hardly wait to see you. Okay. Erst im zweiten Stock. Muss dann mit ihm reden. Das mache ich jetzt auch. Einer von diesen Türen bestimmt, ne? Die jetzt verschlossen waren und jetzt offen sind. Da. Ach, nee. Hi, Geppetto. Ah, you've returned. Verzeih einen sentimentalen Vater, dass er sich so um seinen Sohn macht. Always remember that you're precious to me. Okay. Even when I ask you to do something, speaking of which. Na, wir davon sprechen, es gibt eine Fabrik jenseits des Elysion Boulevard, sie ist voll mit unzähligen Puppen. Mein Freund, der Erfinder, wir liegen dich gegen hin, um sie aufzuhalten, aber er kam nie zurück. Back. Bitte rette ihn und schalte und schließe die Fabrik. Ja. Nice. Ist er das oder bin ich das? P-Organs are the source. Ah, okay, jetzt kommt, glaube ich, jetzt ein Trailer. To get the strength you need. Für die nötige Kraft. Oh, remember, löscht. The hotel is the last safe place in Krat. It's our only refuge in a city full of. Be careful. Okay, sei vorsichtig, wenn du vom Hotel erzählst, ganz besonders, wenn sie Stalker oder Alchemisten sind. Nimm dich vor gefährlichen Leuten acht und bleib mir ein guter Junge. Thank you for playing. Ja, das war die Beta, sag schon, die Demo, ne, zu dem Spiel. Wie gesagt, das ist ein cooles Spiel. Könnte ich mir mal irgendwann mal mir anschauen. Jetzt. Momentan aber dauert das noch bis zum Release, ne? Ist glaube ich erst im September, was ich gesehen hatte, ne? Deswegen, ja, war jetzt eine interessante Demo, kann man nicht sagen. Auch wenn ich mich ein bisschen aufgeregt habe, aber gut, das ist bei jedem Souls immer dasselbe, ne? Du hast halt deine unfairen Bosse. Ich habe mir trotzdem die Mühe gemacht für eine Demo, ja, zu farmen, also da ist doch definitiv mal ein Daumen nach oben drin. Naja, okay. Ich war auch ein bisschen noob, ich muss auch wieder gestehen. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen, ne? Schalte bei den nächsten angespielt Folgen ein oder auch zu den anderen Videos, die ich da mache, ne? Und ich würde mal sagen, ja, ziemlich lange Demo, aber nichtsdestotrotz, ne? Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao!